Wait, das ist ja die richtige Tafel, so Mist. Ah, wirklich? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Reingelegt. Ja. Zu diesem neuen Elden Ring Stream. Einen wunderschönen guten Abend, Hallihallo. Ah, hallo. Intefare, Hilox, Hi, Sischmonski und Dexter und die Hard Zocken und Ice Tea und Dr. Shaddox. Und Red Eye Angels und alle anderen haben gerade das Pizmeet, das neue Pizmeet Koch geguckt, war sehr unterhaltsam. Ja, dankeschön. Hallo Stecker. Es ist wieder Donnerstag. Es ist wieder Donnerstag. Diese heutige Folge wird blutig, kann ich euch sagen. Ja, ich muss am Wochenende auch noch betteln gehen, irgendwo Mehl zu besorgen. Also ich hoffe, wie du das einfach übergehst, dass ich sage, dass sie blutig wird. Wait, du meinst buchstäblich blutig? Ich meine buchstäblich blutig. Oh mein Gott, nein. Ich hab... Nein. Scheiße, war das in der... Das war die Nina-Folge. Ja, genau. Nein, habe ich nicht in der Folge noch gesagt, boah ey, ich glaube, bis auf Sepp hat sich nie jemand bei uns geschnitten. Oh, falls du das gesagt hast, ist perfekt, weil dann kann man einen richtig guten Gegenschnitt machen. Oh nein. Oh nein. Dankeschön, Luca van Sloten und Funny Zoe fürs Verschenken der Subs. Ist das okay, wenn man meinen Bildschirm sieht? Ja, ist okay, ist nur Go XLR Software drauf zu sehen, nichts Außergewöhnliches. Dankeschön, Wannerhorst, sehr nett, aber ich werde einfach meine Eltern anbetteln. Ich brauche nicht viel, ich brauche nur so 50 Gramm, 60 glaube ich, um genau zu sein. Kokaina? 60 Gramm Kokaina brauche ich, ja genau. Das wird eine Party. Ja, ich bin gerade schon reingelegt worden. Wir sind gerade gespawnt und ich dachte mir, guck mal, wir sind wieder in Lyrendale. Aber ihr hättet natürlich direkt auf die Treppe gucken sollen, die ja ganz ist. Ja, stimmt. Aber wieso brennt alles? Ah doch, das war nachdem wir diese Brenngeschichte gemacht haben. Nachdem wir haben ein bisschen Feuerholz gemacht. Ja, richtig. Und sind hier rumgelaufen, um zu gucken, ob das irgendwen interessiert und haben festgestellt, nö. Ja, richtig. Die eine... Die ist jetzt woanders hingelatscht. Ja, die ist, die ist ja, genau. Hier in der Runde. Ich habe übrigens in meinem Playthrough habe ich den Dung Eater getötet. Einfach. Ich weiß immer noch nicht, was er macht, aber dann kann man wenigstens gucken, was die Unterschiede dann sind. Ja. Also ich habe halt seine Rüstung bekommen. Ich bin gerade in Lyrendale. Per privat bin ich hier unterwegs. Hier gerade irgendwo. Das ist ja der Dung Eater. Godric. Getötet. Ja, aber ich war noch nicht in der Kanalisation und ich habe gerade erst den ersten Fluch gefunden. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen weiter. Wir sind jetzt hier beim Berggipfel der Riesen. Den haben wir jetzt ja theoretisch geschafft. Ja, aber warum zeigt das genau dahin? Ja, da haben wir auch einen richtig geilen Boss besiegt. Das war der super schwere Kampf. Aber warum zeigt das immer noch dahin? Ja, das geht ja nicht weg. Echt nicht? Nee. Ah, stimmt, hast recht. Ich weiß noch nicht, wo es jetzt hingeht, ehrlich gesagt. Wir haben bestimmt noch irgendeinen Aufzug. Ach, warte, oder? Können wir jetzt durch den Baum durch? Nee, das geht ja nicht. Nee, der Dornenkram stimmt. Also dann. Da brauchen wir ja irgendwas, um da durchzukommen. Moment mal, warte mal, aber wir haben den Kram nur abgefackelt. Also, ja, eigentlich schon. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Wo kommen wir denn da rein? Heiliger Turm? Nee, ich glaube da. Im Thron, klingt so. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch was anderes machen. Eigentlich müssen wir noch Melania killen und Miquilla und so, aber ich weiß gerade gar nicht, wie man da hinkommt. Der Baum sieht gar nicht aus. Also ich meine, klar, da oben brennt der ein bisschen, aber der Stamm sieht noch relativ... Ihr wurdet nach Faruma Azula teleportiert und seid bei der ersten Gnade zurück in die Tafelrundfeste. Ey, Christian, ja, okay, ich guck sofort, aber guck mal, wir stehen gerade hier vor. Also, warum nicht zumindest tryen? Ja. Weil das hier. Okay. Okay. Rechts wurden wir auf so eine schwebende Insel teleportiert. Alter, wieso kann ich das denn schon wieder vergessen haben? Das gibt es doch nicht. Ey, Peter, das kann ich gar nicht verstehen, wie du vergessen hast, dass wir rechts auf diese... Alter, was ist denn hier gerade los? Ach, stimmt, ich musste ja auch letztes Mal Bier trinken. Ja, stimmt. Ich hab gerade richtig Lags. Ich guck mal kurz wegen Upload. Ah, kann ich mir nicht vorstellen, Peter.
Warte mal, vielleicht ist meine Playsy irgendwann am runterladen? Nee, mein Upload ist durch. Systemsoftware in Warteschlange, ein Objekt. Bereit zum Installieren. Naja, das kann aber auch nicht sein. Ja, dann, warte mal, verfallenes Bestiengrab. Ach ja, da war ja alles hier, ne? Dann die Drachen sind da rumgeflogen, stimmt. Boah. Stimmt, und Medaillon für den Aufzug haben wir auch noch freigeschaltet. Ja, jetzt gucken wir mal da. Unendliche Möglichkeiten. Ja, bei dem Vulkan gucken wir auch noch vorbei, wenn das noch geht. Das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht, aber zerfallenes Farum Azulam. Jo, ist gut. Ist gut, ist gut. Ja, komm. Nee, nee. Oh, die sehen hier garstig. Oh, Alter, was ist denn los? Ist so heftig gerade mit dem Lag. Ja, dass auch Tonaussetzer da sind, weißt du, als würde es halt richtig laggen und immer wieder so Bildaussetzer. Und der ist. Guck mal kurz bei meiner PlayStation nach. Die lädt aber auch nichts runter. Oh, warte mal. Ich glaube, es ist kein Kabel drin. Moment. Da sind wir was auf der Spur. So, jetzt ist die Frage, ob der das automatisch checkt. Ja, bei mir das glaube ich nicht. Oder? Problem ist, ich glaube, wenn du das Netzwerk neu machst, verliert er kurz die Verbindung, oder? Da müssen wir ausprobieren. Ist es besser geworden? Sonst muss ich nochmal gucken. Oh, das ist wie beim Augenarzt. Eher besser oder schlechter? Also, weil er hat extra angezeigt oben rechts, dass das LAN-Kabel jetzt eingesteckt wurde. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück dahin, wo ich gerade hier am Spielen gewesen bin? Da. Hallo Ricky von Pingel. Du hast besser geworden. Okay, mein. Okay. Ich muss noch auf LAN schalten, ja. Peter. Ich weiß nicht, ist besser geworden. Soll ich nochmal gucken, ob ich auf LAN schalten muss? Ja. Ja, ich guck mal, ob ich auf LAN schalten muss. Ich weiß aber. Kein Thema. Netzwerk. Einstellungen. Internetverbindung einrichten. Bitte Wired LAN benutzen. Wired LAN verbunden. Ich glaube, da stand wirklich noch die WLAN-Verbindung als Hauptverbindung an. Oh, jetzt werde ich auch rausgeworfen. Nee, oder? Du kannst wieder spielen. Ich habe gerade schwarzes Bild, also puh, das halte ich für ein Gerücht. Danke, danke schön. Danke. Okay, du hast schwarzes Bild, okay. Dann müssen wir da vielleicht... Du hast die Shareplay-Sitzung verlassen, natürlich. Ja, dann kann ich zumindest wieder steuern. Aber... Nur um sicher zu gehen, gucke ich mal kurz in meine Netzwerkeinstellung. Kabelgebundenes LAN, okay. Wir haben auch schwarzes Bild. Okay. Ja, ja, ich habe den Stream weggemacht für die anderen, weil ich nicht weiß, ob da irgendwelche Daten angezeigt werden, wenn ich aufs System gehe. So, ich bin wieder im Spiel drin. Party. SharePlay. Ja, Elden Ring, wir haben nur die Lampe noch nicht angemacht, Chat. Ja, Chat sieht wieder was. Alles gut. Cheers, I'm Red Raven. Das sieht besser aus. Weißt du was, wir gehen jetzt erstmal den Typen da vorne an und dann, warte mal, wieso sind hier so viele gestorben? Warum bin ich heute so unfassbar schreckhaft? Das ist ja schrecklich. Ha! Wow. Das war bei Dings schon so. Ey, lass das. Boah, die haben aber einen Satz drauf. Ja.
Ja, schön. Ich bin ganz schön satt drauf. Okay. Das war bei PUBG heute schon so. Ich habe beim Zugucken bei, ich glaube, Jay war es. Oder nee, Jules. Bei Jules habe ich mich auch schon so erschrocken. Ich habe heute die Jay-Experience, ja, irgendwie schon. Okay, ich bin nur gerade am Überlegen, von wo wir kamen. Kamen wir nicht von da, wo du gerade hingegangen bist, oder kamen wir von hier? Mhm. Okay, das kenne ich gar nicht. Nee, dann sind wir von da gekommen, wo ich lang gegangen bin, weil den Sturm haben wir gesehen, aber da haben wir uns noch gefragt, ob wir da hinspringen können, haben wir aber nicht gemacht. Da stand extra so eine Nachricht von wegen, wagt es nicht oder so. Ja, ich glaube nämlich, dass wir auch von da kamen. Und da ist auch das, ne, hier rechts die kleine Statue. Ja. Laufen voraus. Oh, ich hätte mir das nicht durchlesen sollen. Run, Peter, run. Ich gehe mal davon aus, Sturmwind kann man... Oh, du kannst Dings prüfen. Na, falsche, falsche! Falsch. Ich habe extra jetzt so gespielt, also ich habe es mir so umgestellt, dass ich den Mana-Trink auch auf Dreieck unten habe. Ja, das ist smart. Das war ein sehr guter Tipp vom Chat. Vielen Dank dafür nochmal. Okay, nicht mal weg, Fickerich. Oh, der sieht aber garstig aus. Ach, der ist wieder da. Oh, oh. Das war okay. Habe ich ihn getroffen oder nicht? Verliert ihn? What? Ich glaube, du hast ihn getroffen, aber der hat nicht gelesen. Wie viele Leben hatten der bitte? Alle. Ja, der brennt aber auch noch ein bisschen ganz gut, ne? Also. Oh oh. Eine Nick hält sich wacker, muss ich sagen. Dafür, wenn er die ganze Zeit auf die Schnauze kriegt. Das ist schlecht, oder? Solange du nicht durchgehst, nicht? Weiß nicht, wo er ist. Weiß nicht, wo er ist. Was ist das, kein Mana? Falls du das brauchst. Ah ja, wir hatten das ja auch umgelegt. Umgelegt. Aber ich sollte mich nicht direkt neben die Träne stellen. Dodged, Motherfucker! Okay, das habe ich nicht gedodged. Also der hat noch, sag ich mal, so ein Viertel Leben und die Träne macht gleich einen Abfall. Ah, die Träne hat einen Abgang gemacht. Das stimmt jetzt. Der hat keine Bossleiste. Ja, weil auch nur absolute Freiheit ist. Okay. What? Okay, der hat zugeschlagen und der Blitz hat nicht gefinisht, der danach kam. Runter. Alter, ihr habt ihm so viel Damage gedrückt einfach nur und er ist nicht umgefallen. Ne? Ja, unfassbar. Viel. Aber stimmt, die Drachen haben ja sonst, auch wenn die verschwinden, also der ist, den haben wir ja schon mal gehabt und dann ist er verschwunden. Ich meine, es kann natürlich anhand der Nachrichten sein, dass man eigentlich hätte durchrennen sollen, aber ich wollte mich der Challenge jetzt mal stellen. Das war auch ziemlich gut. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das auch nochmal probiere und den versuche, ein bisschen Scharlach reinzudrücken. I like the idea. Aber bis hier kommt man ja. 4000 Schaden, die Leiste hat es ja nur. Ja, am Anfang war ich krass. Peter hat voll draufgehauen und. Wo ist der Wort? Vergiss die Tränen nicht, ja, genau. Oh, da kommt er nämlich schon, der Bro. Bro, Bro.
Ach so, nee, du schreibst gar nicht auf Kommando. What the fuck, Alter? Mama, der war gemein zu mir. What the fuck? Okay, also der ist One-Hit. Uiuiui, good try, yeah. Ja. Steve ist Komiker. Ich finde es vom Design aber echt cool. Okay, Klingeling, aber... Ja, die Träne auf jeden Fall früh genug spawnen, damit er so aus seinem Blob da rauskommt und schon mal anfängt. Hello there. Ja, Spaß. Schön, wie jetzt beide Füße massiert werden. Sogar beschäftigter. Was können wir denn machen? Ich sollte mal das Schwert in die beide Hände nehmen, wa? Wenn ich das müsste. Oh, der ist am Zaubern! Du bist schon bei Half-Life. Das geht schneller. Ja, der ist machbar. Ja, wenn du einmal die Scheiße gedrückt hast. Ja, ja, klar. Oh mein Gott. Einfach Träne und ich beide so mega am. Oh, wieso bist du hier, Träne? Geh doch woanders hin! Immer blöd, wenn er ein Ziel hat. Wenn ich die ganze Zeit überlege, während du da so unter dem Drachen rumrennst, bei South Park würdest du nur andere Sachen gesucht haben. Ja, stimmt. Das ist schlecht. Panic Rolls sind activated gewesen. Oh mein Gott. Ich finde das nicht gut, wie die Träne sich so positioniert. So. Ja. Bist du das? Da ist. Das sieht böse aus, aber nicht mit dem. Du bist so ein Scheißdrache. Kannst du dich nicht einfach mal da hinstellen, wo du stehst? Also stehen bleiben, meine ich. Oh ja. Ja, das war okay. Okay. Oh Gott! Das war die UNO-Reservkarte. Okay, smart von dir, Herr Träne, smart. Und premiummäßig ausgewichen von mir. Wir sind Freunde. Ich bleib hier mal kurz stehen und trink was, okay? Okay, dann nicht! Ah, da ist er da! Da haben wir noch! Da haben wir noch! Woohoo! Oh mein Gott, das ist der alte Drachenschmiedestein! Damit können wir plus 10 machen. Oh damn! Update the sword. That is nice. Okay, dann machen wir Moment. Bei der nächsten. Der kommt nicht wieder, wenn ich jetzt wegspawne, oder? Wäre ja geil, dann könntest du die Drachenschmiedesteine fahren. Das stimmt allerdings. Ach, der ist für plus 25 für normale. Achso. Jetzt fühle ich mich gebaitet. Ja, das ist reingelegt wieder. Hm. Aber das ist für die Finger, oder? Kann also hier, sein. Die Zauberei. Ja, aber oh. Da sind wir noch nicht so weit. Natürlich nicht. Also, aber wie heißt denn, warte mal, wie hieß denn das denn dann? Dunkel Drachenschmiedestein oder what? Uralter Drachenschmiedestein, ohne Dunkel. Ah. Wait, es gab eine Gesprächsoption. Oh. I've upset the girl. She says that now my chains are broken, I'm free. And if I stay here, I will be ruined with the round table. Will you survive for freedom now? I smith weapons to slay a god. I have lived and will die doing so upon this spot.
Is there any other way? Weiß ich nicht. Was ich mich frage, ja, das ist ja nur das Abbild von der Roundtable. Und du hast, also wir haben jetzt den Baum angezündet, ja? Warum brennt's da? Ich habe keine Ahnung. Also es läuft ja wirklich darauf hinaus, dass es aussehen wird wie in einem Schloss, was wir gefunden haben. Also wie in Lyndale. Ja, genau. Das ist abgefahren. Ich habe eine, boah, weiß ich nicht, soll ich dir das jetzt sagen? Das hast du bestimmt auch schon. Ich habe eine einzige Überschrift gelesen, aber den Text habe ich nicht gelesen, wo es die Theorie gab, dass Elden Ring ein fernes Prequel ist. Für die Souls Games. Okay. War nur eine Theorie. Wie die begründet war, weiß ich nicht, aber ich finde es halt seltsam, dass die auch da mit Kindle und so einem Kram da daherkommen. I see. Stimmt. You're here for some... Okay, sie will nicht über den Schmied reden. Nun gut, dann schweige und habe deine Geheimnisse. Aber jetzt Vorsicht, Chat, ne, weil da kommen wir sehr schnell in das Feld der Spoilerei. Ja, das stimmt. Wo die dann auf einmal hier mit Kindelei anfangen. Und du kannst da ja auch wieder wählen, ne? Willst du die Welt halt brennen sehen und ins Dunkle stürzen und... Ich glaube, so langsam Miyazaki kann auch keine anderen Geschichten. Es ist immer Feuer und entweder, ne, machst halt Welt komplett kaputt oder du beherrschst alle. Das ist schon abgefahren hier alles. Dann hätte Patches aber lange gelebt. Ja, vielleicht ist es ja eine andere Form von Patches. Ich meine, wir sind im Zwischenland. Also komm. Ja, das stimmt. Zwischenland ist auch so ein Ding. Das sieht schon alles nice aus. Aber ich denke mal, wir müssen hier weiter. Schmiedestein. Noch 8. Zwei, oder? Ja, wir brauchen die dunkel. Nee, stimmt, wir brauchen die Schmiedestein. Ach, du hast recht. Ja, genau. Für die Fingerchen brauchen wir die. Ach, gut, dass ich zurückgelaufen bin und hier ist direkt wieder so eine Grace. Hello, Freunde. Was geht ab? Was geht ab? Alle cool. Ich mach mal Licht. Und gehen in Sneak-Modus. Was sind denn für Viecher, die da begraben wurden? Also, oder auf dem Tisch liegen oder sind da keine Menschen? Gucken wir uns gleich im Detail an. Oh, er hat mich gefunden. Wahrscheinlich er. Ha, mein Freund, so nicht. Hör, wo kommt der denn her? Ja, egal. Den hast du einfach. Oh Gott. Der war auch frech. Das ist ja optimal, Alter. Wie wir die einfach aus dem Sprung rausballern. So, was seid ihr für Viecher? Die sehen aus wie die... Nee, Moment, das ist doch eine Form von... Das sieht aus wie ein Rind oder so. Sieht aus oder wie ein Pferd. Tier auf jeden Fall. Ein Pferd? Ja. Ist das nicht ein Pferd? Nee, irgendwie sowas. Ja, der Kopf sieht so komisch aus, oder ein Elch? Vielleicht ist das das, was wir reiten. Ja. Elchpferd. Also Mutter vom Chat. Wild. Oh. Ein Hund ist das nicht, das sieht man doch. Ja, für Elden Ring ist alles Dog. Dog. Okay, hier kann man auch rum. Nur Schnecken sind Hunde, Leute. Ist das hier ein Special Way? Ist hier ein Item versteckt? Mhm. Da hängt eins. Aha. Da kommen wir aber nicht hin von hier aus, würde ich sagen. Da kommst du aber runter, oder? Da runterspringen könnten wir natürlich theoretisch, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch der normale Weg ist. Oh Leute, hier kann man auch wieder rein. Snaggen sind Hunde, ja genau. Gehen wir erstmal hier wieder rein. Ja, dann... Da hinten stehen ein paar. Sneaky Mission activated. 1, 2, 3, der da rumläuft. Ja, keine Ahnung, wofür Schotterstein ist. Das sind doch die Viechers. Oh shit. Die da ja aufgebahrt sind. Ja, der fängt sich jetzt an. Okay, ja, sei denn, der macht den Trick. Boah, den haben wir aber aus dem Leben gefickt, ey. Ja, Löcher im Boden. Pff. Ja,
Alter, das sind die blindesten Gegner aller Zeiten. Naja. Der eine kam eben auch. Ja, ich bin aber kein Gegner, ich bin ein Spieler. Ich bin auch blind. Ich fand das immer sehr schön, was man so gelesen hat. Der Spieler ist der Endboss für alle Gegner. Also das sind die Viecher, die hier begraben sind. Die ja auch gleichzeitig irgendwie so gekreuzigt sind. Ja, die sind ein bisschen größer, oder? Ja, oder kommt irgendwie mir das nur so vor? What the fuck, das sieht nicht so aus, als hätten die da Bock drauf gehabt, so aufgehängt zu werden. Nee, irgendwie nicht. Habe ich hier nicht irgendwie eine Leiter? Die... Oh. Hunde. Wir sind echt im Hundeland. Es ist echt überall Hunde. Ja, gegen drei von denen wird aber schon hart. Ich könnte auch zaubern. Dann das erlaubt. Oh Gott. Ja, nee. Kommen wir gar nicht erst an, ja. Oh. Den Zauber finde ich voll frei. In die Animation. Hat nicht geklappt. Ich wollte in die Animation. Ich glaube mal direkt zwei. Das war jetzt nicht so verkehrt. Jetzt geht es dem Zauberer ans Leder. Es sollte Backstep werden. Jetzt aber. Und Frontstep. Okay. Oh, das ist ein Gülden. Item, ja. Aha. Die große Gräbertallinie. Wait, was können wir damit machen? Die Aschen auf Maximallevel bringen, denke ich mal. Was wir schon haben. Ja, aber das war, glaube ich, nicht für die Special-Aschen. Ah. Das ist eher so, weißt du, für Fußballfolgen wie den Pagen oder so. Ja, das ist ja vollkommen irrelevant dafür. Okay, da kann ich jetzt natürlich drauf springen. Also, oh, hier ist noch ein Item. Man kann quasi von der einen Grace weiterlaufen. Da, wo ich hier auf diesen Nebending gegangen bin. Man kann da hinten runterspringen. Und man kann hier runterspringen, was ich jetzt auch machen werde. Ja, also da komplett runter, da kommt es ja wahrscheinlich eh hin. Oh, das war nice. Weg die Sau. Ah ja. Ja, guck mal, wie der da auch schon wartet. Und er kommt. Moment. Geht ganz schön ab. Na, da hätte ich es machen können. Das hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Das ist schon heftig, ey. Ein Treffer von denen, man ist fast Half-Life. Ja, ist echt übel. Page OP-Tier. Ja, 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 ja. Ja, ja. Moment, mit der Lilie wird der Page zum Scharfschützen. Armbrust weg, AWP ran, ja, genau. Oder AWM. Also ich werde auf jeden Fall den Pagen auf Maximum bringen und dann mal gegen Boss schicken. Hier ist das. Oh, da, also wenn da aber nicht ja? Achso. Finger Butthole ist, dann... Springen versuchen, ja, eure Mutter. Achtung, hoch? Was stand da? Achtung, hoch und dann warum immer Todes? Ja, wenn du runter springst, bist du halt des Todes. Achso, ja gut. Das wollen wir nicht. Chris kommt zur Vernunft. Ja, siehst du mal. Jetzt bin ich ja unten. Bin ich ja hier. Geh ich doch mal wieder hoch. Ja, das sollt ihr immer machen. Kann sein, dass das... Also bisher haben das immer nur die Typen direkt mit dem Schild gemacht, oder? Oh, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Okay, hier bin ich raus. Ja, okay. Da ist bisher gekommen. Okay. Wait. Da bist du hergekommen und der Typ kam da angelatscht? Nee, nee, also ich war ja nur bisher in dem Raum hier. Und der Typ kam aus dem Gang. Lass dich mal kurz nochmal umdrehen. Dahin? Ja. So, dahin. Roll mal gegen die Wand da hinten. Weil entweder steht da... Ja, okay. Hier kommen wir ja auch nach draußen wieder. Ich
Hab gerade ein vom Chat verbotenes Wort benutzt in keiner negativen Weise. Muss ich damit einen Bann rechnen? Dann könntest du, glaube ich, schon nicht mehr schreiben. Ja. Also. Alles gut. Oh, das hier ist größer, als ich erwartet habe, alles, muss ich zugeben. Okay, hier kommt man dann aber übers Dach hin schneller hin vom Grace aus. Ich fahre jetzt okay, sofort so wieder tief. Hoch, weil ich habe oben noch gar nicht alles gecheckt. Magst du nur mal kurz raus? Okay, Nee, da ist schon Knopf schon gedrückt. Ja, weißt du, nicht, dass, hätte ja sein können, dass irgendwie direkt neben dem Aufzug so eine Grace ist oder so. Ja, stimmt. Ach Mann. Heldenrune 2, ja, okay. Kann auf jeden Fall wieder ein Level steigen. Aber was ist hier unten? Ne, warte, rechten Gang habe ich noch nicht komplett gecheckt. Ja, genau, links. Was habe ich denn letztens gemacht? Ach, da war ich, da war ich in Lyondale unterwegs und meine Frau kam rein, hat sich dazugesetzt, ein bisschen zugeguckt. Und dann meinte die auch so, ja, das ist der Grund, warum der Orientierungssinn bei mir ein bisschen besser ist als bei ihr, weil ich halt öfter so einen Quatsch da mache. Oh. Ich glaube, das hilft wirklich. Safe. Das ist, ah, wobei jetzt da gesprungen. Mondschild. Na komm her. Ist immer so angenehm, wenn die dir zwei Nahkämpfer entgegenschicken und dahinter immer noch so ein Typ sitzt. Ja, fühlt sich immer einfach nur awesome an. Na, der ist doch unser Best Friend. Komm. Kuban. Andere! Oh! Euer Ficker. Das war flawless. Ja, Mann, mega nice. Aber was ist hier schon wieder? Gebetbuch der uralten Drachen. Das ist ja gut für uns. Das ist gut für uns, ja. Blitzender Speer der uralten Drachen. Oh, der und könnte schön sein. Blitzschlag der uralten Drachen. Okay, ja. Das ist bestimmt der Rode, der von oben runterkommt. Den die da machen, oder? Oh, Schlag, blitzender Schlag. Wir haben auch schon so einen, aber der. Also den in Gelb haben wir ja. Haben wir nur nicht mit. Ja, stimmt, ich wollte gerade gucken, was wir eigentlich so mit haben, weil ich hier gerade gar keine Feuer benutze. Schon wieder voll in meinem normalen Game-Mode Nahkampf-Only. Da rechts war einer, ne? Ja, ja, den habe ich gesehen, okay. Aber ich habe Sorge, dass dann gleich wieder einer von links kommt und irgendeine Scheiße macht. Aber sieht gut aus. Okay, da ist auch ein Grace. Interessant, wir haben jetzt hier zwei Wege. Aufzug runter. Oder ist hier überhaupt ein Weg? Ja. Oder hier weiter. Guck mal. Klangperle des Dunkelsteinschlürfers. Oh, wieder mehr Dunkelstein-Sachen. Grimmart, ich ja, Peter weiß ich nicht. Was denn? Nein, nicht gucken. Okay, ich guck nicht. Was weißt du denn nicht? Ich weiß nicht, ob... Peter, hast du die Gargoyles gemacht? Ja. Okay, Peter auch. Aber ich glaube, wir hier nicht. Welche hier? Ja, wir haben die Gargoyles noch nicht gemacht, oder? Achso, ne, hier nicht, ne. Dahinter ist ja dieses Gebiet, ich denke mal, es ist optional. Da bin ich einmal kurz in den Sarg rein und dann direkt wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was dahinter ist. Ja, die Frage war gerade, seid ihr schon mal Wasserfall hochgefahren? Ja. Okay, ich glaube, ich gehe den Aufzug runter. Ja. Ich habe gerade irgendwie Bock auf den Aufzug. Also, praktisch ja, theoretisch nein. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht... Ja, solltest du das? Ich sollte leveln. Ja, ich kann mich dann zu dem anderen Ding teleportieren und von da aus dann... 67, 8 bis 82, 1. Da liegt ein Drache, ja, aber da sind noch ganz viele. Ey, wir können auch die beiden Runen da, ne? Die können wir auch einverleiben. Welche?
Ich meine, die tragen wir jetzt schon von dem Elch und von dem Zauberertypen, vom Astel. Ach so. Also ja. Die tragen wir jetzt schon so lange mit uns rum. Ja, damit. Nein, falsche Taste. Und also gerade Astel würde uns halt null helfen. Der ist halt Intelligence. Gucken mal, wie weit wir kommen. Lecker Schmeckerrühnchen. Yum, 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 yum. Okay. Ja, nicht mal zwei Level. Ja, aber die zweite kriegen wir noch hin. Ja, klar. Glaube? Ja, I'm a believer. Und? Hänge fest an Astel, schaff den nicht. Hm. Nimm eine Perle. Ich kenne dein Bild halt leider nicht. Also mir Träne. Hat witzigerweise gegen Astel als Intelligence-Punkt haben mir Zauber und der Wing of Astel geholfen, den ich gefunden habe. Den findet man vor dem. Aber der kann tricky sein, ja. Okay. Vorhin Radan im First Try gemacht. Nice. Nice. A New Game Plus. Hab schon gelesen, wie die Leute mittlerweile Radan so ein bisschen käsen. So dass, also du kannst ihn wenn er in Phase 2, weißt du, als Meteor von oben runter geschossen kommt, kannst du dich einfach Richtung Wasser stellen und hoffen, dass er ins Wasser eiert. Und dann ist Phase 2 vorbei. Ja, okay. Angeblich. Wie gut das funktioniert, keine Ahnung. Das klingt immer so leicht, weißt du, dann macht man das selber und dann haut der voll auf einen drauf und du bist tot. Aber der Kampf gegen Radan war schon epic. Gibt auch einen Glitch, um Radan zu deaktivieren. Ja, aber deaktivieren, also... Eben, der Kampf war cool. Mit meinem Zauber habe ich echt lange dafür gebraucht. Was geht denn dafür? Der kommt schon. Servus. Der sieht aus wie ein Wischmob. Wie viel Damage hat... Okay. Der möchte viel Leben. Oh, Damage. Guck mich mit Tod an. Oh, das ist ganz schlecht. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Boah, war das knapp. Alter, what the fuck? Ja, lieber treten als antworten. Da war ein Tick. Okay, vielleicht bin ich doch nicht hier. Das war ja ganz schön heftig. Ja, da sind ganz schön viele. Ohne Witz. Zulu, zu wenig Tentakel. Oder waren das Tentakel? Da rechts sieht er aus wie eine Boss-Area oder sowas, oder? Da in dem Wasser. Ja. Ja, wobei. Ah, nee, da steht doch einer. Ja. What the fuck, das sind drei von denen. Sind die irgendwie gegen Zauber besonders anfällig oder sollte ich die einfach oben umgehen? Mhm. Ich weiß noch nicht, was die Taktik ist. Denen aufs Maul zu hauen war irgendwie heftig. Wobei der Feuerschaden, vielleicht war das der Feuerschaden, der denen so viel gemacht hat. Mit dem Schwert dann, die L2 hat dann doch recht viel Damage gemacht. Das, Twitch ist manchmal sehr weird, muss ich sagen. Genau. Eine Nachricht wurde zurückgehalten. Wegen sexuellem Kampf. Welches Level ist euer Schwert? Das wurde zurückgehalten? Voll geil. Ach komm, fick dich. Ich glaube, brennen mögen die nicht so gerne. Ja, ich glaube auch, das hat richtig Damage gemacht. Okay. Fulgurblüte. Ja, Hirokov, das hatte ich eben am Anfang erwähnt. Mit der Theorie. Kotzen die da auch alles so voll, die ekelhaften Motherfucker? Die machen sauber. Ja moin, Alter, aber sauber auf eine andere Art und Weise. Wenn Dreck für dich sauber ist, ist alles dreckig. Okay, jetzt hast du gerade meinen Kopf gefickt. Okay, das ist so eine riesige... Leider, die will ich gerne hoch. Okay,
Okay, da komme ich jetzt halt nicht dran vorbei. Da muss ich den halt angreifen. Let's go. Da kommt ein Hund. Ja, komm, also. Ja, alles geplant. Ich dachte überhaupt nicht, dass ich ein Schild in der linken Hand hätte. Nee, nee, das war geplant. Ja, easy aus. Ich geh jetzt die Leiter hoch. Soldberg, sehr genau. Die Leiter sehe ich zum ersten Mal. Ja, okay. Ist natürlich auch versteckt. Oder du hast bisher dieses Spiel noch nicht gespielt. Das kann natürlich auch sein. Die Soldbergs finde ich aber auch nicht schlecht. Ohne Witz. Okay. Was bewachst du da hinten? Die Geräuschkulisse ist ja schon mal wieder schrecklich. Hab von Jason. So, jetzt endlich. Ja, wenn du den backstaben kannst, kannst du ihn auch noch jeeten, oder? Oh mein Gott. Mach mal. Ach, schade. Er lebt halt immer noch. Oh, okay. Ja, nehmen wir. Grüße aus dem Urlaub aus Paris. Na, dann mal schöne Grüße zurück oder nach Paris. Oder hier soll man wirklich springen. Das ist ein Alternativweg, als da links, anstatt da links lang zu gehen. Der da hinten sieht sehr groß aus. Der sieht wirklich sehr groß aus, mit seinem kleinen Gefährten. Aber das ist ein Weg dahin. Jetzt kannst du dich entscheiden, links oder rechts, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber zurück gibt's nicht mehr. Nee, also da, ich hätte da auch lang gekonnt, wenn ich da links weitergelaufen wäre. Dann wäre eine Alternativweg gegeben. Ich bin jetzt tatsächlich die da übersprungen, die drei oder so, die da noch chillen. Aber das sieht ja schon richtig übel aus. Tja. Muss ich vorher Mana noch voll machen? Ja, ich spring erstmal hier runter. Wenn wir sofort die Träne rufen können, ist alles easy snack. Gucken wir mal. Sagst du so, die Träne heißt halt auch wieder einen Trank weg. Ja, stimmt. Gar nicht mehr so viel, wa? Haben die da angelaufen? Nee. Nee, bisher nicht. Aber es war ein großer und ein kleiner, oder? Zwei also kleine, glaube ich. Zwei, okay, hätte ich nämlich jetzt gesagt. Okay, es geht hier auch weiter. Na, guck mal. Der bringt geradeaus. Mal gucken, ob hier vielleicht noch nah dran eine Grace ist oder sowas. Ja, mit Sicherheit. Naja, wahrscheinlich nicht, aber Probier geht ja bekanntlich über Studieren. Klar. In Lyndell ist mir aufgefallen, da sind unfassbar viele gewesen. Wait, oh, der steht da einfach hinter der Ecke. Das sind wirklich Tentakel. Oder? Ne, Würmer sind das, oder? Also nicht. Alter, wie er sich mitdreht! Oh mein Gott, ich muss heilen. Oh. Das ist eine absolute Frechheit gewesen. Die heißen Wormfacer, okay. Absolute Freiheit. Dafür hat er dir goldenen Code hinterlassen. Fucking Schottersteine, Alter. Okay. Und dann ist die Area hier auch durch. Das ist halt gut zu wissen. Das heißt, das sind nur noch, in Anführungszeichen, die da beiden.
Ich muss ja jetzt ja wieder einen trinken. Ja, ich habe das Vati Vidya Lore Video noch nicht gesehen. Christian bestimmt auch noch nicht. Wir halten uns da zurück, bis wir hier... Ich habe da nichts von gesehen. Auch, ich habe auch keinen Speedrun geguckt oder so. Das sagte ich zu Peter eben schon. Das geht nicht. Geht halt erst, wenn wir durch sind. Wir haben auch, wir haben beide Bock drauf, durch zu sein, damit wir an diesem Teil des Internets wieder teilnehmen können. Mhm. Aber, ja, der Weg ist weit. Was sieht da? Wow, ein Schritt. Alter, ich bin so ein Horst. Das ist mir letztes Mal schon mal passiert. Warte kurz. Alles klar. Okay, jetzt kommt der Dicke. Okay, der wird beschäftigt von der Träne. Fuck, 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 ich bin in der Animation, ich bin in der Animation. Okay. Okay. Das war die Träne. Wait, der war fast voll. Ja, aber der hat halt das volllaufen lassen. Da will ich getroffen werden. Okay, das ist ein Problem jetzt. Ich nehme mal das Item auf jeden Fall mit. Kannst du nicht da drunter einfach so? Das ist so ein Dach. Muss halt den Scheiß loswerden. Ist mein Problem. Instant tot durch Deathball. Sehen halt auch überhaupt nicht, ne? Oh, das war gut. Ich glaube, der Schaden ist ganz ordentlich eigentlich. Das war knapp. Okay, ich bin tot. Todesgetestet. Ach, das, so sieht das denn aus. Ah. Ja, Alter. Okay, er ist der Einzige. Also, ne, und die am Anfang. Die fehlen quasi. Ich weiß nicht, ob der noch was Wichtiges droppt für uns. Meinst du, weil der so groß ist? Ja, keine Ahnung. Wo sind wir denn hier jetzt? Warte mal, hier? Ja, da musst du jetzt aus dem Fenster und rechts und den Fahrstuhl runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den hochgeschickt habe. Das könnte ein Problem werden. Ja, wir haben uns die Klangperle geholt. Ich weiß halt nur nicht, ob der Gegner irgendwas Relevantes droppt, dass es sich lohnt, da jetzt nochmal wieder hinzugehen. Habe ich denn gerade richtig gehört, dass der da hochgesprungen ist? Todesbohle draften. Der droppt die Frau vom Page. Der droppt nur Runen. Okay, also von mir aus musst du da nicht nochmal hin, sondern kannst den normalen Weg weitergehen. Das wäre dann andere Frage. Die Flankperle schon haben. Boah. Müssen wir nochmal gucken, gell? Ja, gut. War das nicht hier links, links? Achso, ja doch, links die ganze Zeit, ja. Nee, nicht zu dem, weiter. Achso, nee, nee, weiter ist, musst du dich zum anderen Feuer teleportieren. War da nicht noch ein Weg? Nee. Genau das obere. Da ist noch mehr? Wo denn? Was habe ich übersehen? Achso, du musst vom Aufzug aus rechts laufen. Da ist auch noch ein Weg. Ah. Okay. Den habe ich scheinbar komplett ignoriert. Ja, aber ich dachte auch, dass du da lang gegangen bist. Und da lag irgendwie so ein Item und dann bist du halt wieder in die andere Richtung.
Okay. Oh no. Das sieht aber auch so wie eine Kampfplattform da vorne. Nein, ich hab zum Rennkreis gedrückt. Was war das denn, ey? Oh. Ich wollte rennen. Ja, belastend. Aber stimmt, das sah aus wie eine Kampf-Area. Das ist mir schon mal passiert. Oh. Weil das Geile ist, dass man diesen Move des Ausweichens, den habe ich noch nie benutzt. Ja, den einfach Kreis-Tappen, genau, also meinst du? Genau, also einfach strong zu sein und einfach nur Kreis drücken, dass du einfach nur diesen Schritt zurück machst. Ja, gucken wir mal. Ja. Sieht so aus. So, was kommt hier? Keine Träne. Da kommt was. Ja, ich hört. Ja, schon wieder ein Item. Ach, wieder ein Drache. Ja, moin, Alter. Ohne Träne? Nice. Der hat auch genauso viel Leben wie der vorige. Oder? Ich glaube, sie verwechseln nice mit Scheiße. Ey, was soll die Scheiße? Ich meine, okay, irgendwie musst du ja immer an diese ganzen Drachensteine kommen. Mann! Ich krieg meine L2 hier nicht hin. Ich will jetzt echt mit R1en killen, oder was? Oh, das wäre jetzt die Chance gewesen, Peter. Zu lange, so eine Scheiße. Das war, bis er Feuer macht. Bis dahin R1. Aua. Und dann vielleicht auch mal erfolgreich ausweichen. Hallo! Hallo! Da hab ich mir angeguckt, wie er mit dem Schlag auf mich zukam und mich weggejötet hat. Aber auch gut zu wissen, ab diesem Gebiet sind Drachen einfach Standardgegner. Mhm. Also. Die respawnen zwar nicht, aber trotzdem. Autschi. Hat der Drache überhaupt einen speziellen Drop? Ja, wahrscheinlich den Stein, ne? Also den Drachenblastein da. Braucht ihr den wirklich? I don't know. Den komischen Drachenstein brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob die den alle droppen. Wir müssen ja nur ein Item auf Level 25 bekommen und das ist unser Zauberding und dafür haben wir schon Drachenstein. Oh, I like it. Der gibt nur Runen. Als ob die hier alle nur Runen geben, was ist denn das? Okay. Denied. Feuer, Feuer ist die Chance. Oh. Oder auch nicht. Ja, verbrannt zu werden.
Okay. Man sollte den auf keinen Fall anvisieren. Nee, das würde ich auch sagen. Die Kamera ist gerade mitgegangen, als er ausgeholt hat. Das ist richtig doof. Gute Rückhand. Ich glaube, das wäre eher so eine Schelle geworden. War eine Respektschelle. Wird echt was passieren, ob die auf Scharlach reagieren? Hallo. Ne, Valken haben wir nicht übersehen, da waren wir einfach nur noch nicht. Ja. Ich weiß, wie du da schnell hinkommst, by the way, mittlerweile. Das weil ich die Frau nochmal gefunden habe, der wir die Halskette den oder was das war gegeben haben. Die den Brief gegeben hat, ja. Ja, genau. Und wenn du die nochmal triffst, teleportiert die einen direkt zum Haus Vulkan hin. Nice, das wäre gut. Woher, ja, du? Ja, frech. Was machst du jetzt, ne? Von der Eisernen Jungfrau fressen lassen, aber dann müssen wir wieder da ganz runter. Da müssen wir gar nicht. I know the place. Boah, die Rückhand ist echt übel. Das sollte mich auch mal heilen, vielleicht, wa? Oh oh. Was hast du denn da gemacht? Mann! Ich glaube, genau hier ist der Punkt, wo du nicht vom Feuer getroffen wirst. Ja, einfach ein bisschen weiter. Sieht man auch so schön im Gesicht. Na, Dreck landet. Oh mein Gott! Okay, wie machen wir denn die Situation? Junge, ich will hier wieder weg, Mann! Oh, weg, Mann, den gibt's immer zu. Oh mein Gott, ich darf nicht mal 2R1 machen. Du Hurendrache, Alter. Deine Mutter hat richtig andere Drachenmänner gepickt. Und zwar alle durchgenommen, ey. Ja, aber ist ja kein Problem wieder, wenn es wirklich irgendwie so ein Prequel für die Souls-Teile sein sollte, dann, ich sag mal, den Drachen wird es nicht so gut ergehen. Stimmt. Ja, Mann, jetzt bin ich für Gwyn einfach. Bei jedem Dark Souls-Run einfach. Gwyn, du bist der Beste. Du hast die Drachen gefickt. So gehört sich das. Wie wär's mal mit Zaubern? Ja, ich hab Play of the Game vor, Leute. Okay, jetzt kommt Play of the Game, finde ich gut. Ach scheiße, warte mal, nee, der kann ja auch zaubern. Ja, der kann auch zaubern. Okay, Play of the Game ist jetzt schon denied, aber nichts. Ich werde einfach stur an diesem Plan fest. Okay, klingt smart auf jeden Fall. Der kommt sogar, der respawnt sogar, der Hurendrache. Oh, das ist schlecht. Scheiße. Kommt der jetzt? Achso, warte mal. Ist dein Play of the Game wieder wegzurennen? Ja, teilweise. Der ist doch gar nicht. Ja, bei manchen dauert das immer lange. Da kommt er. Das klingt doch nach. Friends! Play of the game! Nein, nein, nein. Nein, nein.
gerade. Ich hasse Springen einfach. Aber man muss sagen, der hat instant dahin Feuerzauber gemacht. Ne? Hast ja, du gesehen das, noch? Das kam mir dann auch in den Kopf, so nach dem Motto, wenn du weg von dem wegstehst, dann wird dir wahrscheinlich einfach die ganze Zeit. Der macht einfach Feuerzauber. Ich mach den jetzt noch einmal. Oh Gott. Und falls ich dann nochmal drankommen werde, werde ich einfach woanders hingehen. Das heißt, Christian, du solltest deine Chance nutzen, einfach direkt schon woanders hinzugehen. Okay. Da muss man so viel Zeit investieren, weil du immer nur eine R1 drücken kannst und dann ausweichen, ausweichen, eine R1, ausweichen, ausweichen. Das Ding ist aber, wenn er respawnt und dann halt wirklich ein normaler Gegner ist, wird er wahrscheinlich noch ein paar Mal auftauchen. Ne? Ja, da müssen wir jetzt ja nicht unsere Zeit mit dem verschwenden. Ich meine, da fliegen so zwei, drei Drachen halt durch die Gegend. Okay, zwei R1. Huah! Ausgewichen, geil. Okay, ich weiß nicht, jetzt wo ich bin. Jetzt kommt Feuer. Jetzt kommt Feuer! Oh, ich stehe genau daneben, alles gut. Feuer kannst du häufiger machen. So. Eine R1. Ich kann es aber. Okay, was machst du jetzt? Was ist der? Und da kommt die Rückhand wieder. Da war die Rückhand. Da war die Vorhand. Hä? Da war die Schelle. Das war aber frech, weil bei mir war ich doch schon längst vorbei. Okay, eine R1. Zum Jungen nicht mal. Okay. Eine R1. Und Rückhand. Und. Keine Ahnung. Und. Ja, let's go. Eine R1. Jetzt kann ich mit zwei. Feuer? Ja. Ah, die haben wir noch gedrückt. Nein. Mach da jetzt. Scheiße. Geh und jetzt. Eins. Und jetzt. Nee! Nein, 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 nein. Ah, nee, ist ja gar kein Problem. Das ist echt ein mieser Move. Ach, der ist jetzt echt mies. Diese Scheißhand ist schon unsichtbar. Der auszuweichen finde ich schwierig. Oh, da kommt Feuer. Die ist so ganz unsichtbar schon, die fucking Hurenhand. Hä? Ich wurde reingelegt. Feuer war schon vorbei. Kann ich mal einmal? Nein. Wie halt auch durchgehend so rückwärts läuft. Ich habe herausgefunden, dass ich auch zwei einzeln kriegen kann. Okay, aber nicht hier. Obwohl da. Ah! Sehr gut. Arschkeks. Wie viele Runen hat er gekriegt, gegeben? Hab mich mal aufgepasst. 21.600. 21.000, Alter. Hier, auf deinem Grab. Mach ich das hier. Oh, weiter im Text. hätte man da noch weiterspringen können? Na egal. Komm nur mit Drachen. Nee, ich glaube nicht. Sag ich jetzt einfach mal. Okay. Wait. Oh, ich dachte kurz, es wäre ein NPC. Okay, ich mache einmal die Shareplay-Sitzung sofort neu. Kurz gucken, ob hier noch was ist. Nein. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Trete bei. Ja. Ich gehe schon mal ein Stück. Was ist das da? Also ich frage mich, hier ist ja sowieso alles ein bisschen kaputt, nenne ich es jetzt mal. Schon interesting. Oh,
Oh, was seid ihr denn? Was bist du? Hier sind ganz schön viele Leute gestorben. Na, deinetwegen? Hast du die alle gekillt? Ja. Das war jetzt ärgerlich. Nee, du hast die nicht alle gekillt. Wo kommst du wieder? Ah. Da ist ja noch einer. Wenn wir den Schild jetzt schon haben, oh, also den haben wir schon echt lange. Wir hatten den ja zwischendurch mal geswitcht und sind dann durch die Gewichtszulassung wieder gezwungen worden, den anzuziehen. Ja. Ich meine, der hat trotzdem seine 100 natürlich, ne? Ja. Was ja echt okay ist. Ach, von da. Okay, ich muss noch ein Stück zurück. Dieser Block-Gegenschlag ist halt wirklich, wirklich stark, ey. Ja, der hilft halt, ne, wenn man halt, wie ich, nicht parieren kann. Oh, scheiße, hier ist der jetzt richtig bitter. Okay, du gehst mir auf die Eier. Ja, mach den mal weg. Das hat direkt in alle Teile zerfallen. Ach komm, das ist ja wieder eine absolute Ohrfriede. Nein, ich wollte doch in die Animation, Mann! Animation, Mann. Ey, man muss ja, glaube ich, einfach draufhauen. Wir sind halt durch unseren schweres Schwert, sind die halt die ganze Zeit gestaggert. Ich glaube, hier muss man einfach aggressive Spielweise an den Tag legen. Okay. Oh. Alter. Eine güldige Rune 9. Und noch ein Item. Mit Springen. Wenn er jetzt kaputt gegangen wäre, ne? So einfach so, dann wäre so typisch Dark Souls, Dark Souls auch. Ja, wobei ein Item haben sie ja nicht versprochen. Warte mal, was hat sich da... Sorry. Rechts... Oh, Alter. Oh, vergiss es. Von da oben, ja moin. Okay, die wollen einen hier unter Druck setzen. Welchen Fehler soll man machen? Wie ist das bei Shareplay eigentlich mit Delay? Ja, so, wie gesagt, bei Demon's Souls habe ich irgendwie im Kopf, hat das 1A funktioniert. Vielleicht hat mein Gehirn mich da reingelegt. Hier kann ich runter. Hier hat man auf jeden Fall, sag ich mal, so eine halbe Sekunde. What? Ach, das kommt wieder. Oh, oh. Hat sich von uns jetzt auch nicht wirklich aufhalten lassen. Oh, oh mein Gott. Er kann von da oben aber auch wirklich überall hinschießen, der olle Sniper. Ja, nicht ganz eine halbe Sekunde, aber wenn du springst, merkst du schon. Wo sind hier überall die Schützen? Von wo schießt er? Ja, genau. Oh. Heavy Hischer. Oh, ja, noch 3 Hits. 4. Oh. Oh, ja, macht 6. 4 Hits. 7. Okay. Bis 7. Du hast zumindest nie gesagt, dass es Probleme gibt. Ja, hätte ich aber. Dann hat es ja nicht gegeben. Irgendwas hat sich geändert. Ich weiß nicht was. Das liegt gar nicht mal an Elden Ring. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir hatten kurz irgendwie, ich glaube, Uncharted gestartet und da war es genauso. Ja. Also irgendwas ist da kaputt gegangen. Okay, man kann da runter. Aber ich sehe da auch Grace. Die Frage ist, kann ich wieder zurück? Sieht so aus, ne? Also nee, aus. Ja, doch. Doch, doch. Okay, 3 haben wir noch. Ist es mir das wert, dass ich die nicht... Wait, komme ich hier wieder zurück? Oh, oh. Okay, ich kann zumindest da runterspringen. Das ist ja auch schon mal was wert. Ach, da ganz rüber, ja. Lol, hier geht das auch so runter noch. Okay.
Ich denke mal, hier kommt man aus, wenn man da vorne... Oh mein Gott! Das war aber dumm von mir. Aber jede Ecke muss man hier checken, ey. Die Bestienmensch, ja stimmt, Bestienmensch von Farum Azula war einer der ersten Bosse. Mhm. Ja genau, da hätte man runterspringen können. In der Beta die Doppelklinge war, glaube ich. Ja, ja der Wolfsmensch da, genau. Mhm. Boah, ich will zu diesen Schützen da hinten und mich rächen. Fashion Souls oder Stat Souls? Hm, ich bin eher geneigt zu Stat Souls. Ja, teils, aber wenn es passt, wenn es gerade passt, so viel für super. Also ich verzichte auch schon mal auf bessere Sachen, wenn die in meinen Augen scheiße aussehen. Komm, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also wenn die eindeutig besser sind, dann ziehe ich die auch an. Wenn das so ein 5% Ding ist, ja gut, dann ist egal. Ja, okay. Aber wo sind die Schützen? Ich komme, um euch zu holen, ihr Ficker! Wie kann der da gestorben sein? Runtergesprungen? Vielleicht? Weil auf der Plattform gerade war ja kein Gegner, also ist er hochgekraxelt und dann direkt hier einen Abgang gemacht. Arschkicks. Leute, der fliegt halt immer noch. Leute, ich habe ihn immer noch fallen sehen. Da soll immer noch keine Runen bekommen. Ey, was ist denn für eine Frechheit? Das ist Bait. Ja, ich glaube auch. Oh, oh, oh. Ja. Die hängen einfach an der Decke. Ja, wie ist denn er geflogen? Die haben ganz gute Waffen genommen. Kommen die wirklich erst, wenn du das Ding eingesammelt hast? Das ist ja frech. Ja, ist wirklich frech. Ich hätte sie fast nicht gesehen, ey. Gut, dass du Bait gesagt hast. Die verlieren noch alle was. Menschenknochensplitter. Oh, und Banditenkrummschwert. Hast du Lore? Ja, es war neu. Also da stand neu bei. Ah, okay. Ein Kurschwert mit leichter sichelförmiger Klinge. Diese Waffe wurde nach Zertrümmerung von unzähligen Banditen eingesetzt. Der Großteil der Klinge ist angelaufen und verrostet, aber mit ausreichend Geschick können sich diese Waffen auch heute noch bewähren. Ja, okay. Lamo. Machen wir das? Oh Gott. Ja. Nur um sicher zu gehen, da ist auch keiner unsichtbar. Okay. Ja. Machen wir nochmal den Spaß. Also jedes Gebiet scheint zu sein, ne, hey, du solltest jetzt mal alles auf Max bringen. Ja. Man, hier geht's wieder zurück. Oh, Gebetsbuch der Drachen hat Peter nicht vorgelesen. War da Lore? Ich dachte, da stand einfach nur so, hey, yo, ihr kannst du wieder abgeben, geiler Scheiß, bla bla. Oh, wahrscheinlich. Und dann sind immer nur die Zauber relevant. War hier unten noch ein anderer Weg? Und da sind wir jetzt lang. Und hier so? Oh. Das hat sich ja jetzt angeboten, wie er gesprungen ist. Ja, das kannst du gerne häufiger machen. Oh ne, das nicht. Frech! Oh, doppelt frech. Goldene Rune 12. Okay. Ich würde sagen, das hier haben wir. Ich gehe nochmal hoch zu der Grace und einmal frisch machen. Frisch machen? Ja, einmal rasten, denn ich hatte keine Heil-Items mehr und so. Und jetzt hier runterspringen und da unten weiter oder hier oben? Ich bin geneigt, erstmal hier oben weiter zu gehen. Alter. Dieses Gebiet ist fucking riesig. Ja. Was schön.
Das sind auch alles Bereiche, wo man hin kann. Okay. Oh, sieht das aus wie ein Aufzug? Da weiß ich nicht. Hast du das gesehen? Direkt links von dir? Oh, lol. Ja, okay, da kommen wir jetzt wahrscheinlich von drinnen hin. Hm. Hier sind aber viele gestorben. Oh. Nehmen wir mal das Item kurz. Okay, jetzt können wir uns wieder... Okay. So nicht. Ja, aber der hat seine Schultern irgendwie in alle Richtungen. Ja, gerade ist schwierig. Schade. Okay, ist aber direkt da am Feuer. Ja. Okay, 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 okay. Dankeschön an dieser Stelle an Mr. 587 für den Resub. Ist schon 46 Monate dabei. Krass. Dankeschön Nickel für den Resub. Den Alu gemacht. Großen John, Fräulein Fisch 2, Zingold, Rocky Stone 12, der Mark, hahaha. Igniculus 93, verlorener Verstand, Success, Tabak. Ja. Tabalikas. Drachenmagie drauf. Nice. Anzeige abgelehnt. Fevet, Orbit, Epona, Erikel, Migulife, Meme Master und allen anderen, die heute schon gesagt haben. Vielen lieben Dank. Alter, der ist echt ganz schön stark, ey. Ich habe es probiert. Ja. Oh. Das will ich einfach nur da oben vorbei. Alter Vater, ich esse hier gerade wie Gummibärchen. Stand aber schnell wieder. Ja, normal gehe ich davon aus, wenn jemand einen Backstab hat, eigentlich Zeit, eine L2-Fähigkeit zu machen, aber der ist echt schnell wieder da. Ja, schön. Helm der verbannten Ritter und Stulpen der verbannten Ritter. Okay. Verbannte Ritter, Die Stulpen schienen wir schon besessen zu haben, weil sonst wäre doch da auch so dieses Plopp-Ding aufgekommen, oder wo nicht? Wo ist der Helm? Da. Oh. Ganz schön, also dafür, dass es nur so Stoff ist. Eine dicke, vollständige Rüstung, die den gesamten Körper bedeckt. Okay. Da drunter ist Metall, glaube ich. Der Helm gehörte enteigneten Rittern, die durch Verfehlung oder unglückliche Umstände ihre Heimat verloren hatten. Vielleicht sollte der tiefrote Schal den Wind abhalten, denn in den Randgebieten sticht der Wind schlimmer als 1000 Insekten. Ah, guck mal. Sah auf Anhieb erstmal schick aus, muss ich sagen. Ja, gibt uns aber Fat Roll. Nee, das ist. Und wir verlieren AK. Okay. Ja, die hatten wir schon. Ja, guter Start, ne? 78 Tränke genommen. Ja, gut, kannst theoretisch nochmal an Grace gehen und nochmal tryen. Lol. Oh, super. Na, moin. Ich dachte, der schlägt zu, ich wollte ihn blocken. Ja, spiel nochmal, ich habe schon wieder so viel gezockt. Ich wollte ihn blocken und wie heißt denn das überhaupt? Kontern? Weiß nicht. Und dann macht er einfach den Drachen. Ja, geil! Oh, das ist jetzt schlecht, oder?
Und du bist am Sneaken, finde ich gut. Nee, nee. Hey! Ja, genau! Rigged ist die Scheiße doch! Too strong. Ja, durchrennen macht halt wenig Sinn, weil der nächste wartet ja schon um die Ecke. Also klar kannst du an dem vorbei, aber wenn du an dem vorbeirennst, musst du am nächsten auch vorbeirennen, weil sonst kämpfst du gegen zwei. Ich gehe erstmal unten gucken, was da so ist. Nee, okay. Stark von mir. Habe ich heute auch schon geschafft. Ja. Wolltest du denn auf die Treppe springen? Ich wollte auf die Treppe springen, oh, okay, und dann eine Etage weiter runterspringen, weißt du, mit Zwischenstopp. Ich wollte dahin, wo ich aufgeklatscht bin. Da sind noch die Runen, genau. Achso, die sind richtig. Nur halt mit einem Zwischenstopp. Okay, also rennen. Okay, Peter, ich komme hinterher. Ich bin nicht gesprungen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What is happening? Ich weiß nicht, was heute los ist. Ist in der Wurm drin, aber hey. You died, ja. Ja, komm mir so vor, als hättest du auch besonders viel Delay diesmal. Nee, oh, das da will ich jetzt nicht drauf, also nicht mehr als sonst. Also mittlerweile geht's. Ich hab auch keine Tonaussetzer mehr oder so. Ist das das neue Fall Guys? Nee, auch nicht schlecht. Warte, okay, direkt weißt du, der nächste. Ja, der kann mich mal hardcore am Arsch schauen. Hier gibt's nur den Runenbogen, wenn ich das richtig sehe. Also gehe ich wieder. Der Drachenzauber von denen geht viel schneller als unserer. Wo willst du denn jetzt hin? Ich will gucken, ob da was ist. Was? Ach, du kommst mir hinterher. Das ist ja doof. Okay, ich gehe auf Erkundungstour, Christian. Ja, ja, dumm, die dumm, die dumm. Ah ja, schönen guten Tag. Hallihallo. Zwei. Da vorne ja, ist noch zwei, einer. Drei. Okay, ich weiß nicht, wo es hier rumgeht. Scheiße. Sieht aus wie der Raum, den wir eben hallo, von oben gesehen haben, ne? Oh! Ich bin das Alte. Ah ja, schöne komm ich von hier? Oh, ich... Nee. Weiß ah, nee, komm ich nicht. Nee, nee. Okay, nein. Oh Gott! Stopp. Oh verdammt! Still alive! Zwei Leben oder so. Ja, hier kommen die bestimmt nicht drüber gesprungen. Okay, komm. Schade. Ja, belastend. Das ist ein Grace, guck mal. Musst du nur zweimal benutzen jetzt. Ich kann es nicht benutzen. Nee, wenn der direkt daneben ist, nicht. Oh Gott. Aber egal, wir können uns dahin, also du kannst dich dahin teleportieren, ist ja easy. Nee, das muss ich ja gar nicht. Das ist das letzte, was wir berührt haben. Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Scheiß auf die Bildschirmfreigabe. Die einfach ignorieren. Ja, guck mal, Gebiet easy geklärt, kein Thema. So mal mit Speedrun nennt sich sowas, glaube ich. Kannst du Licht machen? Oh ja. Empfehle die Anrufung ziemlich gut. Wait, aber wir haben doch gerade eine Asche gekriegt, oder? Keine Anrufung. Ja, aber. Hat er mich gerade verwirrt. Okay, welche waren das von den Bestien-Typen hier? War kein krasser. Also kein. Nö. Muss so einer gewesen sein. Asche des Zauberzwillings, Soldaten. Ja, wo wäre der denn? Markier mal, sortier mal nach Bekommen-Reihenfolge. Ach, mehrere Bestienmenschen. Ruf die Geister von zwei Bestienmenschen aus Azula. Okay. Ja, wenn die zu zweit stark sind. Hey, das ist ein Lore. Voll empört. Lore. Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit Ruhe. Ah, egal. Geister von Bestienmenschen aus dem untergegangenen Farum Azula. Ja.
Angeblich sind diese Ruinen die Überreste von einem riesigen Mausoleum eines uralten Drachen. Mhm. Auserwählte Bestienmenschen bewachen es mit ihren vom Blitz erfüllten Waffen. Mhm. Ein uralter Drache? Okay. Ja. Mutter von Chat. Ja, aber ist das die Mutti, die hier auf uns wartet? Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Rekursant. Das Bernal? Der ist hier? Den kann man hier rufen? Ich glaube, es kommt ein Boss. Nicht, aber. Ich glaube, es kommt ein Boss. Weil zuletzt habe ich den in einem Haus gesehen. Oh, guck mal da. Mhm. In dem Vulcano-Haus, ne? Mhm. Da saß der oben. Ja, habe ich den auch gesehen. Okay, pass auf, dann machen wir mal das. Du, der Götter-Skype. Du ist ja schon mal schlecht. Oh. Oh, die beiden? Der Dicke und der? Okay. Okay. Alles hart. Okay. Ich sag mal so, der hat mir aus dem Leben gedreht. Vielleicht nimmst du doch den anderen zuerst. Ja, gucken wir mal. Zwei ja. Leute. Der eine ist ein bisschen dünn und agil, der andere ist ein bisschen dicker. Ja, macht nichts, einfach hinsetzen. Ja, stimmt. Das sind jetzt so kleine Vibes von, wie hießen die denn nochmal? Hier, Dark Souls 1. Ja, Ornstein und Smaug. Ja? Ornstein und Smaug, ja, genau. Guck mal, ob die auch so schwer sind. Aber jetzt ist man ja auch 2 gegen 2. Ich weiß halt nicht, ob die, genau, wenn du die Flamme nimmst, ob die, müsste doch eigentlich die Mimik dann auch haben, oder? Ach so, meinst du? I don't know. Ey, das ist jetzt aber belastend. Okay, das Ding können wir schon mal zu unserem Vorteil nutzen. Okay. Oh, ich hab kein Schild! Das ist richtig. Aber du könntest... Die haben einen gemeinsamen Helden. Jetzt habe ich ein Schiff. Jetzt wollte ich keins. Okay, wir machen aber gut Damage. Okay. Wir machen gut Damage. Ja, doch, können wir erstmal mitarbeiten? Okay. Was ist jetzt hier für eine. Ich weiß nicht, was die machen, aber die Mimik verliert. Oh nein. Zwar schnell leben. Das ist wie auf der Brücke. Oh oh. Einfach durchdamagen. Lol. Als wenn das geklappt hat, ne? Naja, eindeutig. Oh, das ist tödlich. Träne weg. Die Träne weg. Achso, ich habe keine Träne mehr. Ja, okay. Was machst du jetzt? Weißt du, also was das ist? Fette Bodenklatscher. Okay, ja, nice. Ich bin einfach wiederbelebt. Nice. Ich muss zugeben, da ist Respekt. Muss man auch einfach mal lassen. Kill it. Ja, okay, aber reicht natürlich nicht. Kann man das verhindern? Ich frage mich auch gerade, haben wir dem... Als wir den angegriffen haben, haben wir dem auch Damage gemacht, der Leiste unten? Wait. Aber das weiß ich, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Okay, muss so. Laut Chat ist das absolut richtig. Okay. Okay. Puh. Ich werde da jetzt mal drauf verzichten. Okay, du kriegst direkt hier Feuerball, also direkt hier links hinter. Feuerball, Junge. Alles okay.
den fand ich richtig eklig auf der Ecke. Also dann gehen wir dem hier. Aber guck mal, reicht. Die Reichweite ist halt insane von dem Shit. Ah, er ist Penis, Mann. Und Träne ist tot. Okay. Nicht schlecht. Okay, das beeindruckt dich halt gar nicht. Oh oh. Also am liebsten hätte ich es gerade gehabt, wenn die so ein bisschen nebeneinander stehen oder hintereinander und man dieses Scharlachzeug macht. Mhm. Gefällt mir die Taktik. Mhm. Mach die Musik einen Ticken leiser. Ripruhen, ja. Ja, das stimmt. Aber in dem Gebiet befreiend. Sind drei Gegner oder so. Ist schon frech, Dachs. Okay, Runi. Oh, nice. Das hat beide erwischt. Oh, ich dachte, du gehst jetzt. Oh ja, sehr gut. Okay. Ich hab die Message verstanden. Okay, ich hab die Message nicht verstanden! Ich hab die Message also verstanden. Also, wie ist das? Soll ich den Dicken killen? Oder beide? Oder? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich beide kippe. Oh. Du musst gleichzeitig down gehen. Das ist über. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Aua, aua, aua. Der eine ist down. Das ist okay. Aber der hat noch viel zu viel Leben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß vollkommen, was du meinst. Also jetzt geht es gerade. Der kann nicht schnipsen. Ah, Game gerickt. Okay, komm einfach so wieder. Okay. Aber geil, die Träne sind da noch da. Das sieht immer noch nicht so aus. Träne! Ja, der hackt ja! Oh, das ist der zweite wieder. Jetzt belastend. Oh, ich hab kein Mana mehr. Ich hab gar kein Mana mehr. Oh mein Gott. Gar keins mehr? Keine? Ich komm hier nicht weg. Okay. Problem? Ja, alles cool, solange ich nur heilen kann, so viel Leben haben die nicht mehr. Bleib da drin. Ja, dann liegt mir auch gerade so. Ich sehe zwar nichts, aber ich bleib einfach mal hier drin, okay? Let's go. Oh mein Gott, du bist auf mich gegangen, weil. Ja, die Träne ist weg. Dann ergibt das vollkommen Sinn. Hör auf mit damit! Hä? Oh, okay. Du musst einfach so lange killen, bis. Wait, das heißt, ich bin im. Okay, das war ärgerlich. Booyaka, Motherfucker! Oh, wollte schon wieder ricken. Nice. Klangperle des Schmiedesteinschürfers. Kriegsasche? Und Kriegsasche Schwarzflammentornado. Ach, das ist der. Oh, lol, das ist das, wo der, was der Typ gerade gemacht hat. Glaub schon, mein Herz ist gerade mega krass am Schlagen. Glaube ich. Also du musst sie so oft besiegen, bis einfach diese Leiste unten weg ist. Ja, genau. Okay, nee, das war das nicht. Achso, wir haben eine Kriegsasche. Nee, nicht eine Kriegsasche, sondern. Kriegsasche hier. War das.
Hier mit dem. Da brauchst du gar nicht. Das ist die, wo unten so ein. Ja, ja, nee, nee. Oh, ganz. Muss ich weiter runter? Da unten links. Da, ah, da. Verleiter nachher, okay. Wirbelt die Waffe über den Kopf herum und rammt sie dann in den Boden, um einen Wirbel schwarzer Flammen zu entfesseln. Halten um eine Flammtonne. Ja, okay. Keine Lore da drin. Doppelklinge. Und das andere war einfach eine Klangperle. Die haben in der Regel auch keine Lore, wa? Da haben wir sogar mehrere von. Schmiedestein 8 kriegen wir dadurch, nice. Also wir haben Schmiedestein und Dunkelschmiedestein. Ja. Also Dunkelstein, mein Gott, dunkel. Ich teleportiere mich da mal zurück, wa? Um die Finger abzugraden. Ja, ja. Also hier hat jetzt natürlich dieses Scharlachzeug mal ultimativ geholfen. Das hat so Damage gedrückt. Und die Träne natürlich hat auch geholfen. Das war die Taktik, Christian, die du da rausgeholt hast. Das war's. All Smith as long as you die. Yeah. Information zur Gottestöterwaffe. My masterpiece to slay a god. That's all I've lived for. And my promise to Queen America. But do me a favor and do look after the girl. I can't hold on much longer. I'm going the way of the round table. It was a great honor. A great honor to smith your weapons during my time here. Allow me to call you this just once before it ends. My lord. For that is what you are. Stirbt er gerade Boromir oder so? Oh, I'm mega sad, what the fuck? Haben wir die Finger. Geil! Damit Finger ist. Durch. Ja. Okay. Der muss aber noch ein bisschen durchhalten hier. I see. You're here for... Naja, eigentlich mit dir zu quatschen, aber willst du nicht, okay. Er interessiert jetzt wahrscheinlich keinen, dass wir diesen ultra krassen, schweren Boss besiegt haben, war, weil der überhaupt nicht storymäßig wichtig war. Ja, okay, ne, das hast du uns auch schon erzählt, okay. Ja, ja. Kann man nicht noch die Mimik upgraden? Hatten wir die auf plus 10? Auf plus 10, ich glaube, das ist das Maximum. Aber das haben wir gemacht, oder? Ja, ja, die ist auf 10. Da. Ja. Ach stimmt, die Perlen kannst du abgeben. Ja, stimmt. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass die beiden sich ja null bewegen. Ja, das ist mega weird alles. Oh, Gräbertalili 9 kaufen ist aber schon ordentlich. Also jetzt kannst du alleine durch Kaufen schon bis auf fast das Ende bringen. Ja, finde ich auch krass. Aber gut, ist wahrscheinlich ein absolutes Endgame-Gebiet, in dem wir da sind, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil auf der Karte noch so viel fehlt und theoretisch fehlen uns doch von den genannten Bossen, die halt der Bibliothekar da aufzählt, fehlt uns doch noch auf was. Zwei, würde ich sagen. Zwei oder drei sogar. Also Renala haben wir gemacht, Radahn haben wir gemacht. Ja, aber er hat ja neue angefangen aufzuzählen. Ja, stimmt. Da war noch Miquella, mit Malenia und dieser Golddude. Die Goldmaske? Nee, das war doch eine Quest, oder? War die Goldmaske nicht auch einer, die da aufgezählt hat? Oh, maybe okay. I don't have any idea. Ah, wir gucken mal, was hier noch so geht.
Mock, der Blutfürst, Godric auch. Ja, bei Mock und Godric bin ich so ein bisschen, da haben wir bisher nur so Abbilder gemacht, ne? Also bei Mock auf jeden Fall und bei Godric ja auch. War Godric, war der erste Godric nicht schon der echte Godric? Ja, war der das? Oh, war der ich dachte, das war schon so der richtige Godric-Junge. Aber Mock war auf jeden Fall ein Abbild. Ja. Ach komm, ihr Huren. Kein Bock gegen euch zu kämpfen. An dem müsstest du, also zum Item kannst du dich da auch wahrscheinlich hochschleichen. Mit ein bisschen Glück kickst du ihn nach oben. Aber, nice. Boah, Vorsicht vor Boss. Moment. Guck noch mal die anderen Seiten. Da oben liegt davon nur ein Ei. Ja, vielleicht gibt's hier noch was. Ne, nur ein Blick nach da hinten. Okay. Okay. Hier ist ansonsten nichts mehr. Und da hinten sind wir gekommen. Ja, hier war ja der Boss, ne? Also da ist ja, genau, hier war ein Boss. Aber davon ja, aus, das Boss. War für die andere Seite. Was ist hier? Das sieht aus wie so, da geht's offiziell weiter. Ja, okay, ich stimme dir zu. Dann gehen wir nochmal den anderen Weg. Ja, Miyazaki und Martin haben sehr viel mit M und G anfangen lassen, ist richtig. Sieht schon cool aus. Ist das der uralte Drache wohl, für den das hier das Mausoleum war mal? Weiß ich gar nicht. Könnte das nicht auch ein Gegner, also ein Boss hier sein? So nach dem Motto, keine Ahnung, Charakter XY ist eigentlich Drache oder so? Weil uns fehlt ja auch noch der Stein. Also der Dunkeldrachen-Blastein fehlt uns ja sogar noch. Der gute alte Stein, was hat denn? Ja, du hast da was kaputt getreten. Ich war das? Ja. Who's me? Erstens nicht hier? Hä? Ja, ist jetzt immer natürlich verwirrend, von welcher Seite, ne? Aber da bist du durchgerannt, wait. Oder? Moment, das ist ja hier auch der Raum. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso? Hier bin ich durchgerannt? Bin ich eine Treppe runtergerannt? Ja, stimmt. Gebetsbuch könnten wir noch abgeben bei Mr. Tootle. Oh, das ist doof. Ich glaube, der hat dich gesehen. Wobei, du bist alleine, wa? Könnte ich hinkriegen. Oh, scheiße. Das war nice. Wichtig und richtig, dass du da ausgewichen bist. Jo, das stimmt. Kannst kaum erwarten, das Spiel nach den Abi-Prüfungen zu spielen. Ja, viel Erfolg dabei. Ja, in der Tat. Also auch beim Abi natürlich. Als ich letztens zur Waschanlage gefahren bin, freitags, da sind in Kaiserswerth alle qualimäßig unterwegs gewesen. Oh mein Gott! Okay! Ich glaube, der hat eine krasse Combo. Da kam ich auch nicht mehr weg. Da bin ich auch nicht mehr weg. Uff, uff. Nach den Prüfungen, ja, pff, bei mir war damals, oh, WoW ist draußen. Tschüss, Schule. Ich mochte dich eh nicht. Ja. Also eigentlich müsste ich fürs Abi lernen, aber ich könnte jetzt auch. Also mir jetzt. Ja. Geh, worum du willst, aber mach bitte Licht an. Ach so. Da bin ich hergekommen.
Genau, da bist du hergerannt und dann hier hin, genau. Ja, aber mittlerweile ist WoW so, habe ich aber noch mal drüber nachgedacht, weißt du, so diese Gebiete früher, die Levelgebiete haben mir sehr viel besser gefallen, weißt du, heute bist du immer in irgendeiner Alien-Welt oder whatever und... Ja, früher war das besser. Also WoW wirklich wahrscheinlich. Oh, nice. No, I wanted the animation that was so not right. Alter, macht der viel Damage. Du, ja, der hast auch nicht mehr viel Leben. Ja, ich hab auch gedacht, ich backstab den jetzt. Das war ein verzögerter Angriff und ich hasse dich dafür. Mach nochmal. Ah, warte mal, wo ich gerade die Waffe von ihm sehe. Jetzt? Ach ja. Eine neue Anrufung. Oh, neue Lore dadurch. Peter, wie geht's dem Finger? Ach so. Ey, keine Spoiler hier. Hello. Greetings. Greetings. Do you need anything? Ja, Zauber. Gebiet weichen. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Gerade gehört. Is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Hm. Oh, ja, krass. Ihr habt den letzten Stream-Upload in die falsche Playlist hinzugefügt. Da aber jemand aufmerksam. Sehr gut, dankeschön. Ach Quatsch, die muss ich erst kaufen, ach ich Dulli. Was kostet denn der Spaß so? Was haben wir denn überhaupt? Blitzender Speer der uralten Drachen. Stößt mit einem roten Blitzspeer von oben zu. Erzeugt einen Speer. In den Legenden gilt der rote Blitz als Waffe der uralten Drachen. Da haben wir den Blitzschlag. Das sieht aber beides ganz nett aus und kostet 18.500. Ja, okay. Is there something else? Ja, gib mir. Ich würde den Blitz, glaube ich, einfach mal tauschen. Und einen haben wir noch offen. Ach nee, warte mal, das ist der von oben, ne? Der wird nicht geworfen. Also das ist das Äquivalent dazu. Dann nehmen wir doch den Dornbusch der Bestrafung. Machen daraus das und... Da bin ich ja mal gespannt. Dito! Oh, hier haben wir jetzt schon einige. Wir machen wieder, wie immer, so bis zwischen 10 und 10:30. Joa. Oh, warte mal. Seit einen rausgenommen habt, dann machen wir das. Okay, Freunde. Jetzt geht's los. Problem ist, die machen jetzt geht's ja, los. Machen ja sehr ähnlichen Schaden. Ich hoffe einfach nicht, dass die halt einfach nur auslachen.
kommen noch zwei. Ach, du hast das gehört. Ja, das ist mal wieder so einer von den Zaubern, die eine halbe Stunde zur Aufladung brauchen. Kannst gerne nochmal machen. I don't get it. Also Zauber, die so ewig brauchen, sind echt schwierig in einem normalen Kampf einzusetzen. Zumindest für so einen Hummel im Hintern Dude wie mich. Ja, selbst beim Boss, also beim Boss brauchst du dann die Mimik. Ja, die brauchst du safe, ja. Das dauert sonst auch alles viel zu lange. Mach mal vorher, bevor du Gegner siehst. Einfach nur, damit wir wissen, was auf uns zukommt mit diesem Zauber, meine ich. Mit dem? Ja, warte, ja. Da habe ich gerade einen anderen Plan für. Okay. Weil der kommt ja von oben und ich komme auch von oben. Oh, ah, ja. Ist doch nicht auf den drauf. Okay, das geht einfach mit. Oh, pass auf. Fernkampf irgendwie besser. Oh, das geht nicht. Das hat dem einen irgendwie so 100 Damage gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, man könnte das jetzt auch machen. So, einen letzten Try gebe ich noch. Da kam so dieses kleine Ding von links geflogen, so. Anrufungen sind Schmutz. Der OP-Bumerang, ja genau. Der ist halt echt so. Die müssten halt deutlich schneller gehen, irgendwie. Jawohl. Nein! Mein Gott, ey. Okay, da und... Ciao, Fanny Sau, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Kiste. Zauber mache ich zum Cheesen. Ah, nee, Zauber nicht. Käsebrot. Weil er einfach die... Achso, ja, die geht einfach dahin, wo wir herkamen. Würde ich jetzt mal tippen. Ja, die habe ich natürlich so gar nicht gesehen. Ja, braucht ja auch kein Mensch. Wobei, wenn man hier runtergeschlichen kommt, vielleicht hat man dann nur einen von den beiden. Erstmal. Also den mit dem Blitzschwert. We need light. We need it now. Ja? Ja, jetzt nicht mehr. Aber gerade war dunkel. Okay, da ist ein Hund. Das ist alles. Der Bait. Der Bait. Tschüss. Okay. Kein Bait. Kein Bait, ich bin auch verwirrt. Oh, gut. Aber da kommen wir gerade nicht rüber. Oder kommen wir. Doch, warte mal. Hier? Ja, hier raus. Sieht so aus zumindest, ja. Könnte man denn da noch auf die Säule springen hinter dir? Liegt das irgendwo? Nee, das ist Quatsch. Nee, ja. Vergiss es. Oh, ich glaube, der Blitzdude hatte ich gesehen. Ja. Das ist schon wieder los. Das wird aber ganz glaube ich auch zu weit weg für den Speer. Der Typ und... Oh, der Highground macht es. Nice. Jetzt aber nicht mehr. Nein. Wie die Dinger einfach da alle stecken. Jo, stimmt. Ja, komm. Ja, nice. Wo ist er hin? Ah, unter dir. Ach, direkt. Da unten. Okay. 3, 2, 1, hallo. Okay. Das war vielleicht.
Das war aber auch wieder wild, was wir da gerade gesehen haben. So. Item für mich. Da haben wir von oben drauf geguckt. Geil. Auch auf. Was? Ein schöner alter Reißzahn. Endlich wieder Crafting Material. Don't know about that. Das geht ja auch nirgendwo hin. Also du kannst. Ist das da eine Abkürzung, dass du von oben da drauf springen kannst? Wo drauf? Von oben? Von rechts oben? Ach so. Nee, von da? Nee, nicht so wirklich. Was passiert hier? Hier sind zwar keine Blutlachen. Ah. Also Drache. Nee. Echt breit? Okay. So weit kommen wir das mehr. Schau mir in die Augen, Kleines. 167, dann ist halt einfach komplett enttäuschend. Der hat weniger Leben. Ich dachte, das wäre einer mit dieser dicken Waffe. Okay. Ja, kann natürlich sein, dass gerade die jetzt hier gegen diese uralten Blitzkram so ein bisschen resistent sind. Das kann natürlich sein. Ein bisschen schade ist, aber... Hat auch gerade witzigerweise jemand in den Chat geschrieben, nachdem du das gesagt hast. Ah, okay. Ja, habt ihr sehr ähnlich gedacht. Habe ich da Schritte hinter mir gehört? Na gut, Treppe hoch, ist es weiter oder zurück? Ich bin so klug wie du. Den hier finde ich interessant. Rechts kannst du noch rum. Achso. Den haben wir noch nicht gesehen, oder? Mit so einer Kapuze? Ja, vielleicht sind da die Dudes, die hier bewachen, nur halt in einer abgefuckten Variante. Mhm. Monster voraus, oder ist das also Monster noch voraus einer? Ist okay. Besser als wenn da jetzt steht, kein Item voraus. Aber. Warte mal. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Damage! Ah, da haben sie wieder gut gebaitet, ey. Haben sie echt drauf von From Software? Ich habe erst gedacht, so Moment, hier sind wir gewesen, weil den haben wir schon gekillt, aber. Aber nein, ich habe euch gekriegt, denn ich kann ihn anvisieren und dann haben sie mich gekriegt. Ja, genau das ist das, was die perfekt können, ey. Das ist insane. Ah, hier ist nichts mehr. Das ist richtig. Nach all den Jahren. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder noch mal ein paar mehr von dem Item bekommen, was wir nie im Leben benutzen werden. Wobei, sag niemals nie. That is true. Wäre doch schön, wenn jetzt hier so ein Aufzug kommen würde oder so. Ah, da kommt ja erstmal ein Gegner. Ein Gegner. Oder ist der gerade in seiner Patrouille? Ne, der ist in seiner Patrouille. Oh, lol. Ich dachte auch, der wurde gepullt. Dieses riesige Steinschild interessiert uns einen Scheiß. Ja, aber die aufgeladenen Sachen sind ganz gut dagegen. Oh, das ist ein tauber Gegner. Oh no. Er bewirft dich. Ja. Das ist fies. What? Ja, das ist ja jetzt hier auch mal wieder absolute Rickness. Dankeschön, Boojay, fürs Verschenken von 5 Stufe 1 Subs. Jetzt fällt er runter, genau. Jetzt ja, ist er runtergefallen, wo ein Item gedroppt hat. Rickness over 9000. Oh. Ja, 5 Minuten, dann brauchen wir. So lange brauche ich für den nicht. Entweder bin ich früher tot oder der. Ja, wirf du mal da. Jetzt kann ich nicht mehr. Oh, nee, ist... weil er ist ja verdeckt. Meinst du, das ist wieder so ein böser Raum, wo. Zwei sogar. Zwei sogar, da muss ja der richtig heiße Scheiß hinter sein.
einzelne Aufzug und der geht hoch. Wo kommt der jetzt aus? Also Abkürzungen kaufen für Steinschwertschlüsse habe ich jetzt bisher noch nicht. Okay. Ah, hier waren wir noch nicht. Gerade unsicher. Aber da unten war noch ein anderer Weg, oder? Ja. Also der Story-Fortschritt kommt ja auch nicht durch Steinschwertschlüssel. Nee, eigentlich. Nee, das glaube ich auch nicht. Okay. Als wenn du hier sonst nicht hinkommst. Versuchen wir nochmal zu pullen. Setzen sie sich wieder zusammen, bewegen sie sich. Ach, das ist ja jetzt doof. Ab geht's. Naja. Oh. Oh nee, das ist der Dicke. Das ist doof jetzt. Das ist besonders doof. Das war gar nicht der Große, das war nicht der Große, das war der Kleine! Ja, voll! Yeah. Ach, dieser miese Schild, ey! Der fette Angriff interessiert die auch gar nicht! Ho, ho, ho. Damit Damn! Ich, exakt gleichzeitig gehauen. Okay, da kommen, ich weiß nicht, ich glaube, einen kleinen habe ich, zwei kleine habe ich gekillt. Das heißt, da kommen vier kleine und zwei große. Das ist schon nicht so wenig. Mhm. Aber da liegt auch ein orangenes Item. Mhm. 9612 Kopfhaare für Jay gesammelt. Ich google mal eben, wie viel Haare man im Schnitt so am Kopf hat. Oh, das ist unterschiedlich. Oh, das lief ja jetzt hier richtig beschissen. Oh Gott. Okay, Half-Life mit einem Schlag. Okay, okay, okay. Ist ja nichts Besonderes. Ist ja ganz normal. Die. Still alive. Okay, first one. I don't wanna reach, eh? Ne Halo hat er. Oh Gott. Ah, das hätte ich eben auch vor, dann habe ich das Schild gemacht. Ja, okay. Also blonde Menschen haben die meisten Haare mit ungefähr 150.000. Danach braun mit 110, schwarz 100, rot 90.000 und dann hast du noch so 25.000 Körperhaare. Oh, ich hab viele Haare. 150.000? Okay, Leute, da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Kurze AFK. Mhm. Wie ist denn das hier am besten? So nicht. Yeah.
so weh. Rein, ihr Licht! Ich dachte, du bist tot. Also, kaputt. Oh, sie haben die auch nochmal erwischt. Ja. Ich habe mir jetzt aber eine Mischschnitte geholt, die möchte ich erst essen. Also den rechten erst machen ist falsch. Den erst? Wow. Ja, moin, ey. Also. Es ist immer noch in der Milchschnitte. Wie lange brauchst du für eine Milch? Also, okay, ist für mich okay. Duplo geht da wesentlich schneller. Das stimmt. Aber ich bin gerade am Genießen. Okay, welcher von den... Was gibt es da denn so? Okay. Aber das hat schon ein bisschen... Jetzt erst getriggert, interessanterweise. Nice, Alter. Er steht auf. Ja, ja. Wollte nur kurz hier gegen die Säule zauberieren lassen. Oh, kenn ich. Ja, Mischschnitt ist auf jeden Fall geiler als Kinderpinguin. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Hitchen. Seid mal wieder verwirrt. Als Kinderpingui. Ja, Kinderpingui ist vollkommen überwertet, meiner Meinung nach. Steile These. Dass du die zwei da. Überhaupt vergleichst. Ein Zweigchen. Samenknieten. Hallo, wir müssen jetzt hier mal alle für die Mischschnitte abstimmen, bitte. Das kann ja wohl nicht sein. Aber es gibt eine Abstimmung. Moment. Alles klar. Es sind so ein, zwei Gegner vor dir. Vielleicht sind es auch so sechs. Das hört nicht euer Scheiß ernst. Es geht ja. Maxi King ist gerade scheißegal, Chat. Geht gerade nicht um Maxi King. Es geht gerade darum. Was besser ist, Mischschnitte oder Kinderpingui? Kinderpingui ist besser als Mischschnitte. What? Oder ist Mischschnitte besser als Kinderpingui? So. Das ist die Frage. Ja, genau. Aber meine erste Aussage war schon nicht so falsch. Ja, doch schon so 100%. Okay, weißt du was? Die sind mir alle egal. Ja, das finde ich gut. Droppen eh nichts. Aber, okay, da kann man auch noch. Merk schon, ich bin wirklich in der Minderheit. Ihr seid alle Schiepel. Was sind denn Schiepel? Eine Mischung aus Sheep und People. Achso. Ich dachte ein Schniepel. Ja, das sagen die Schwurbler gerne. Boah. So, weißt du, drei. Leute, die vom Staat. Wow. Eine? Alter, jetzt bist du aber gierig. Ja, in Liontel lagen an jedem Bäumchen zwei. Ja, das stimmt. Wieso können wir hier unseren Tybi rufen? Achso, bestimmt wegen den 80 Gegnern, die da sind. Ich denke auch. Ja. Aha. Oh. Wait, du bist. Ich glaube, die kommen mit. Ich weiß Süßigkeiten schwer, denke. Wake up!
Ja, Pinguin hat gewonnen. Das ist belastend, Chat. Das ist wirklich belastend. Ich bin sehr enttäuscht in euch. Hauptsache Zetti Knusperflocken nicht essen. Die haben alt geschmeckt. Ja, ist jetzt nicht so, dass die völlig blöd waren, aber das ist so, als wenn Kekse pumpig werden. Ja, der nächste Drache. Wo sind wir hier gelandet? Ja, diese. Weil der schläft. Wir haben First Strike. Vielleicht wacht er gar nicht auf, vielleicht kann man auf den scheißen. Ich hasse das auch, beim Schlafen geweckt zu werden. Das ist ungeil. Ja, da kommst du, glaube ich, nicht drüber. Oh, ja, da. Here we go again. Ja, das ist ja nicht so, als wenn Drachen fliegen könnten oder so. Ja, aber der bestimmt nicht. Okay, der kann aber sehr weit spucken. Also so bis da vorne, würde ich sagen. Aber ging es da nicht noch weiter? Ja. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob mir der Tod droht. Ja, bei dem Spiel droht er dir von überall. Was ist das hier für eine Adventure-Map? Weiß ich auch grad nicht. Aber die, wo man einfach nur runterdroppen muss, das gefällt mir. Das wäre jetzt gewesen. Das wäre jetzt aber wirklich gewesen. Kommt da angelaufen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, was sauer ist. Noch was. Oh, da ist ein Stein. Na ja, doof. Oh, was kommen denn jetzt für Tricks? Alter. Ach komm! Kommst du denn da wieder weg? So. Still alive! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh nee! Wohin? Ich wollte über euch vor euch springen. Da hätten wir runter gemusst. Ja, da waren wir halt schon. Aber ich hätte bis zum Panik ja dezent. Okay, was haben wir in diesem Gebiet noch nicht? Das ist jetzt alles belastend. Zum Fix sind wir hier überhaupt? Okay, ich gehe einfach mal durch. Das Ding ist, ja genau, Steinschwertschlüsselgebiet, also potenziell geht's da ja gar nicht weiter. Nee, irgendwo wird uns das hier alles hinführen, aber ich weiß noch nicht wohin. Ich weiß nicht, ob du da oben schon fertig warst quasi. Und da runterdroppen, wo du gerade drauf läufst, kannst du auch noch. Ja, genau. Aber ich will noch mal nach oben. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie du da hingekommen bist, ehrlicherweise. Was heißt nach oben? Ja, da. Ja, am Drachen vorbei. Ach so. Hey, sexy lady. Als ob man den berühren kann. Ach, was? I wanna know. Das interessiert wie das optional wegen dem Sternchen. Ja, das dachte ich mir schon.
Das sind ja keine, also die klar brauchst du hin und wieder Schlüssel, um irgendwo hinzukommen, aber die sind ja dann auch irgendwie story-relevant. So wie in Raya Lucaria. Da unten links steht ein Dicker, ne? In dem Tor. Ja, da unten waren wir halt schon. Das ist aber auch schon ewig her, dass wir da waren. Das war der normale Weg, den wir schon gegangen sind. Vor dem Boss sogar noch. Gestorben. Ja. Ich glaube, die Rune hole ich nicht zurück. Sorry, Christian. Das ist völlig okay für mich. Gibt's hier keinen Weg mehr? Bist du hier oben durch gewesen? Ja, aber wo soll man denn dann hin? Also... Ah. Oh. Ja, nee, warte mal. Da kommen wir doch jetzt auch her, oder? Ja. Ja. Das ist sogar noch weiter am Anfang. Das ist bevor du dahin kommst, wo ich gerade gestorben bin. Ja, also das war kurz davor. Also jetzt... Kann man auch Boss überspringen in Elden Ring? Oh ja. Du wirst sogar Boss überspringen, weil... Also ein paar natürlich nicht. Aber... Ja, hier ist die... Ja, okay, alles klar. Direkt alle zu machen. Da... Also ich würde mal behaupten, wir müssen zu diesem großen, runden Ding auf der Map. Aber wie man da hinkommt, ist natürlich eine Frage. Hier war falsch. Ja, da oben das und dann oben rum, weißt du? Nördlich, dann östlich und dann wieder südlich, so einen Bogen zu laufen. Du meinst hier noch in dem Gebiet? Wenn du auf die Karte guckst, wenn man da nördlich langlaufen kann, also weiter oben. Obenrum. Achso, dann müsste ich da, ja jetzt wieder, dann müsste ich den Aufzug ja wieder runternehmen. Aus dem optionalen Gebiet raus. Ja, aber für mich, weißt du, in meinem Kopf gehst du halt oben rum. Wäre in die Richtung. Ja? Norden. Das sind die. Genau, und dann gehst du darüber nach oben rechts und dann weiter. Ja, okay, aber dann muss ich den Aufzug runter. Dann, ja. Ist er da? Ja. Ja. Weil optionales Gebiet würde ich sagen, pff, durch. Ja, wir haben ja zumindest einige Items gesammelt. Ja, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir hatten, aber nicht 5. I wanna know. Oh. Nice one von ihm. Leben lassen. Es. Okay, tschüss. Ja, hier sind wir noch nicht runtergegangen. Da bin ich hochgekommen. Nee. Doch. Ja, bist du. Okay. Darum dann? Ja, das ist aber eher Süden, ne? Ja, also, okay. Also ja, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Wait, dann darum? Oh, ja. Das ist mich verwirrt. Darum? Ja, ja. Also ich glaube, gerade haben wir halt ein bisschen erkundet. Aber da unten waren auf jeden Fall noch Wege. Nur am 10. Da waren wir noch nicht. Boah, da unten. Hätte man auch hochgekonnt, theoretisch. Aber weiß ich halt nicht, was der richtige Weg ist. Achso, ne, war nur ein Blitz, okay. Da unten links war ein Item. Ja, tatsächlich also schießt irgendwo. Hier, auf bei dir irgendwo unten. Da. Ah ja, alles gut. Und jetzt hinter dir. War ein Item? Da hing da nicht irgendwo eins? Ah, ja, da. Wachenschild-Talisman plus 2. Der war, glaube ich, physische. Achso, lol, der wirklich. Ja, nee, so weit kommst du nicht, mein Freund. Wo ist er denn? Oben links. Hey, da. Erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden erheblich. Die uralten Drachen, die in der Ära vor dem Erdenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebendem Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Arten von Schutz. Achso, wir hatten eins gar nicht, okay. Ja, ja. Da links liegt einer. Ich hab dich schon gesehen, mein Freund.
guck mal. Absolute Frechheit wieder. Bestienknoch. Warum ist der Zauberer? Aber ich habe Sorge, dass hier einer von hinten kommt. Schön kurz das Fleisch eingesammelt. Ja, Bufffood haben wir auch noch nicht gegessen. Ja, noch nie. Bisher haben wir auch alle Bosse anders hingekriegt. Was? Und da so schnell zaubern, oder was? Wo auf der Map bist denn du da jetzt gerade? Hier im Norden von... Wait, du gehst jetzt wieder zurück? Ja, ja, ich wollte nur gucken, ob hier ein Item ist, aber ist nicht. Also gehe ich die Treppe wieder runter und guck mal, was da unten noch so ist. Mhm. Und töte den da. Pull den erstmal. Das Gebiet hat Christian nicht privat schon durch. Nee, nee, nee. Da bin ich auch noch gar nicht. Ich bin gerade in der... Genau, dafür muss man ja hier die... Damit, dafür haben wir unsere Maiden geopfert, die keine Maiden war. Ja, da bin ich auch noch unentschlossen, wie ich das mache. Ja, ich auch. Also ich will es auf jeden Fall anders machen, aber wie man, wie es dazu kommt, weiß ich noch nicht. Ach, es geht gerade um Volcano Manor. Ja, das stimmt, da war ich schon. Achso, Entschuldigung, Chat, das habe ich. Ich habe nur Fetzen mitbekommen hier. Okay. Hab auch schon einige Leute geslayed. Das hier gefällt mir. Achso. Der Spiegelritter. Schön, dass der einen so komplett durchs Spiegel begleitet. Ja, das war auf jeden Fall nicht das, was ich wollte. Ja, ich wollte nicht parieren, natürlich. Ja, den Kampf kenne ich ja, deswegen ich gehe mal auf Klo und muss mal Küche. Oh, Alter, er hat aber auch Leben. Hier kriegen wir die L2 nicht unter. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Zauber habe, der gut ist gegen den. Keine Ahnung. Ah, der Sprungangriff ist schon wieder scheiße. Scheiße. Boah, das ist ein ganz schön beschissener Weg, muss ich sagen. Was einen besseren? Weiß ich nicht. Da. Den schicke ich mal besser wieder hoch. Ich habe noch keinen. Ich habe jetzt keine Gnade mehr auf dem Weg gefunden. Das ist natürlich auch belastend. Den Runterschubser-Zauber mitnehmen finde ich auch keine schlechte Idee. Wieder vergessen hochzuschicken, Alter. Kann ich so vergesslich sein, das ist ja insane. Aber das kann ja hier, das sieht so aus, als wäre hier das Ende, als wenn wir hier nur so in so einem optionalen Minigebiet wären, wo man den Spiegelritter
besiegen kann. Und that's it. Weil da kommt man hin. Okay, warte mal. Die Frage ist, kommst du hier hin? Die Antwort lautet ja. Das ist ja schade. Okay, können wir hier ein Spiel... Oh! Oh! Hm. Okay. Kann ich dich irgendwie bezaubern? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bisschen Damage kriegst du dadurch. Aber nicht so viel, leider. Ich habe das Moveset von ihm tatsächlich wieder vergessen. Jeder Fehler wird hier sehr bestraft. Ja, null staggern leider. Oh, da ist er jetzt. Ja, früh in seinen Modus gegangen. Hä? Hat er einen auf dicke Lunge gemacht? Boah, ich dachte mir, ich probiere mal die L2, aber das war eine scheiß Idee. Ah, das ist okay. Das ist schlecht. Ganz schön viele Lebensdinger für den, das ist ziemlich scheiße. Ah, das war ein schlechter Move. Dauert 100 Jahre, ey. Der hat ja so viel Leben. Wir machen dem kaum Damage. Oh, nee, hustet. Ich weiß nicht, wie ich vom Grace bis zu dem komme, aber ja, ich werde da jetzt runterspringen zum Grace. Wir streamen heute bis ungefähr 10 bis halb 11, irgendwo dazwischen. Jedes Mal quasi. Hm, ich bin hier, glaube ich, falsch. Habe ich ihn wieder nicht hochgeschickt. Okay. Ja, ich will jetzt zum Grace. Hallo Christian. Ja. Den komischen Hi. Ritter habe ich bisher noch nicht besiegen können. Ich weiß, das ist eigentlich Was? Der Standardritter, aber der hat so viel Leben und... Ja, der hat ja viel mehr Leben als sonst. Ich bin gerade am überlegen, stand der nicht an einem Abgrund? Ja, da springe ich jetzt auch rein. Ah, da springst du. Ach so. Ich dachte, den könnte man nochmal chargen oder so. Ja, kann auch sein, aber ich habe hier was entdeckt. Als wenn hier direkt ein Grace ist. Der kommt da jetzt drauf. Ja, glaube ich fast nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob man da hochkommt überhaupt, um wieder zu dem von hier aus. Ich kann mir nämlich vorstellen, nein. Läuft, von daher hätte ich auch runterspringen können. Ich muss aber sagen, das ist schon nicht ohne die Nummer hier. Das stimmt. Farum Azula oder wie es heißt. Wir haben so viele Gegner jetzt geskippt. Ja, das stimmt. Ist echt nicht so häufig. Ja, von hier aus kommt man, glaube ich, nicht mehr hoch. Dann gucke ich mich mal weiter um. Ah, nicht wieder die komischen Bussarde da. Falken.
Oh ja, immerhin. Oh, das macht denen gut Damage. Da ist noch einer. Wo kam er denn jetzt her? Hier links raus, ne? Mhm. Okay, da unten ist der Aufzug. Wo ist hier der Hebel? Würden wir den Fall überleben? Seid ihr mit eurer Waffe zufrieden? Die freie Fähigkeit ist echt träge. Ja, ist die. Die knallt aber richtig rein. Also damit haben wir diverse Bosse einfach... Ja, das sieht aus wie... Leute. Das sieht aus wie Rennen. Hm. Kannst du da was da? Ja, ich glaube schon. Ah. Nee, kannst du theoretisch nicht. Okay, ich guck mal, ob man hier theoretisch runterspringen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja so... Sieht sehr tief aus, aber hey. Okay. Nope. Dann nicht. Mit dem Amulett ging falscher. Ja, ich habe letztens... Oh, das ist so geil, dieses Video. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Dark Souls 3, aber ohne den linken Stick zu benutzen, beziehungsweise ohne sich zu bewegen, durchgespielt. Und da hat er auch diverse Probleme gehabt mit, wenn es runtergeht und eine Leiter ist. Und dann war da irgendwo eine Leiter, wo man nicht runterdroppen konnte. Und dann musste man irgendwie Fallschadenzauber benutzen und kurz bevor du aufschlägst, das Spiel verlassen. Und dann wieder neu laden und dann stehst du einfach unten. Okay, der das Video Dach hat super. Mir jetzt nicht so viel gebracht, leider. Oh Gott, der ist direkt da. Ich hab keine Ahnung mehr. Impfhaft. Ja, ja. Sehr unterhaltsames Video, geht, glaube ich, aber fast eine Stunde. Oh, da ist noch einer. Motherfucker. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, wie es weitergeht. Also müssen wir uns das mal angucken hier. Run, boy, run. Ich meine, solange du halt, ist jetzt natürlich einfacher gesagt, ne? Aber solange man nicht im Roten steht, wird man zumindest nicht getroffen. Ich glaube, die Vögel sind jetzt übel nervig. Ja. Weil die auch den Weg versperren. Der Weg ist versperrt. Ja, nee, der sieht gut. Ein bisschen krasser aus, muss ich sagen. Oh ja. Das war jetzt scheiße. Der, du kannst nicht die Zähne rufen und der hat wieder keine. Trotzdem. Oh, lol. What? Okay, vergiss, was ich mit dem, der sieht krasser aus, gesagt habe. Okay. Uralter Drachenspiegelstein, ist das der gleiche? Wahrscheinlich schon, ne? Ist das der von unser Schwert? Warum hatte der denn so wenig Leben? Und sah bisher mit den goldenen Flügeln am heftigsten aus? Ja, okay, das ist der von unser Schwert. Oh, das ist gut. Ach, scheiße. Nein, ist es nicht. Okay. Ich fühle mich betrayed jetzt. Den Drachen hattet ihr schon. Geil, Fulgurblüten. 8 Stück. Da hinten wartet etwas auf dich. Ja. Das ist orange und das ist bestimmt kein Bait. Was soll schon passieren? Der ist für unser Schwert. Der ist für unser Schwert. Nice. Finally. Jetzt ist er. Ja, okay, nice. Wieso kann man hier rum? Dann kommen wir ja grundsätzlich von der Richtung aus her.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Kannst du da wieder preisen? Hm? Okay, oh, kann man da unten so rein? Tief. Ja, aber wenn man irgendwann mal da unten ist, kann man da unten rein. Die Tür sah so aus, als könnte man die aufmachen. Wird ja auch bewacht von so einem Typen. Ja. Ist möglich. Eine Messengers, aber Stille voraus, okay. Kurz gesagt, Publikum voraus, Vorsicht vor hoch. Na, guck mal hoch. Achso, lol. Das meinten die. Wieder mal wieder Smarty Max Smart Fett. Hier sind einfach abvisiert. Wow. Ja, dass man davon nicht so viele findet, habe ich mir gedacht. Und fürs Schwert fände ich das Licht verschwendet. Nee, um Gottes Willen, Alter. Das wäre mega dumm, das Schwert damit jetzt nicht aufzurüsten, oder? Also wir haben ja so gesehen die Sense oder das Schwert. Und wir benutzen momentan eigentlich nur noch das Schwert. Ja. Da ist schon wieder Samen. Ja, aber hier sind noch mehr Vögel. Mhm. Das nur nicht. Woho! Hör sie flattern. Unter dir rechts? Ja, vielleicht auch unter mir, das kann sein. Ich gönn mir das jetzt hier. Okay. Hab ich hören? Jetzt kommt er. Alter, Blitzzauber sind ja hier wirklich gegen die, das A und O. 8 Stück gibt's pro Run. Ja, guck mal. Also, als wenn du 8 Waffen auf 10 bringst. Ja, Tatsache, hier. Ah. Okay, ich glaube, dafür konnte man hier hochgehen. Aber da hinten haben wir den Drachen bekämpft. Da können wir jetzt wieder hingehen. Ja. Und zwar von hier aus. Und dann geht der eigentliche Weg weiter da. Ja. Würde ich jetzt sagen. Ich habe alle 8 ausgegeben. Echt jetzt? So, Grace, bitte. Ja, man hat gerade einen krassen Kampf gegen Drachen gehabt, also hallo? Oh. Ich bin schneller als ich. Wieso chillen die ja einfach so? Ah, dich habe ich schon gekillt. Kann auch zaubern, Motherfucker. Wie er ausweichen wollte. Ich mit mir. Du hast mich reingelegt. Auch so zurückzuweichen. Er ist jetzt aber auch gut hier. Ich meine, die haben wenigstens nicht 8 Millionen Leben. Ja, das stimmt allerdings. Chat ist immer voll mit gleich wird's lustig. Immer. Quasi durchgehend. Unser Stream muss einfach unfassbar lustig sein. Lustig jetzt. Oh scheiße, du bist einer von denen. Mhm. Okay, das ist oh, der kann auch andersrum schmeißen. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Also ich würde glaube ich... Blitz weiter benutzen. Du musst den ja nicht aufladen, genau. Jetzt kannst du nicht mehr. Ach so, ja, scheiße. Kann ja auch hier rüber springen.
Okay. War eine gute Möglichkeit. Ja. Gut ausgeführt. Okay, 73 Millionen Nachrichten, nur du kannst da reingehen. Ja, aber hier sind 1000 Nachrichten. Ja. Okay, alles gut. Oh. Ach, was ist das denn jetzt? Was ist das für ein Weg? Was ist das für ein unendlicher Weg? Ist das deren Ernst? Ach, doch, da hier? Kann man runter. Aber da kannst du nicht mehr hoch, ne? Ja, ist okay. Achso, ne, ist nicht okay. Jetzt ist es vorbei. Ah, jetzt ist es eh vorbei. Ich glaube, das war dumm. Christian, das sieht potenziell aus wie eine Boss-Area. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler begangen, Christian. Das ist jetzt ärgerlich. Mach den einfach first try. Ich meine, der Drache ist ja jetzt nicht mehr da, wenn wir den weiten Weg wieder hier hinlaufen müssen. Nicht in den Chat, ich sehe nur, dass er gerade ganz viel gerattert. Ja. Ja, good luck. Hä? Oh, lol. Ich wollte die Nachricht lesen. Ich glaube, das war der Bait. Von einem von unseren Leuten. Wait, what? Zeitreisen. Da dreht sich jetzt falsch rum. Nee. What? Das ist, damit du den uralten Drachen besiegen kannst. Das ist ja belastend. Natürlich gibt es Zeitreisen. Oh mein Gott. Ich glaube, der Gegner könnte ein bisschen größer sein. Mhm. Alter Vater. Ich denke, da wird ein Drache sein. Ja. First try, Peter, ne? Ahmt der was? Ja, irgendwas hält er da fest. Die Sind Finger? Das zwei Drachen? Nee. Sind das zwei Köpfe? Das ist ein dreiköpfiger Drache. Drei? Okay, du kannst dich dreimal heilen. Muss reichen. Und du kannst nicht die L2 benutzen. Ja doch, die macht nur nicht so viel Damage leider. Ja, das stimmt. Aber wenn du stirbst, werden wir unser Schwert upgraden. Das sieht ganz schön krass aus hier alles. Aha. Das sieht ganz schön awesome aus. Drachenfürst Plucky Dusax. Plucky Dusax, okay. Zwei Köpfe tatsächlich. Oh Gott. Der dritte ist ab, oder? Oh, das ist blöd. Weg hier, weg hier, weg hier. Hey, what the fuck? Oh, aber Damage machen wir dem. Oh, auch ärgerlich. Der hat sehr viel Gott. Zauber, dass du nicht so da dran stehst. Ja, for real. Das Gebiet ist so groß, nur mal so rein theoretisch. Kannst du reiten? Nee. Nee. Okay. Okay.
Das hat okay. Was. Ja, die Musik von dem ist auch schon wieder so richtig geil. Aber jetzt können wir unser Schwert upgraden. Okay, Christian, ich werde mal eben auf Toilette gehen. Ja, bis gleich. Jetzt wird Peter einen wahrscheinlichen, wie heißt das hier, Achievement. Was ist denn der Spaß? 7000. Das wäre schon viel. Der Page ist der Schlüssel. Ja, ja. Okay. Ja, das Ding ist, ich bin aber auch immer noch ein bisschen versucht, zu dem Typen zu gehen, der da in dem in diesem Raum da stand. Das Geile ist halt nur, wie kommen wir denn jetzt da hin? Hier runter. Ach ja, ja, ich erinnere mich. Die Vögels. Vielleicht sollte ich nicht ganz so viel Mana benutzen. Ist da was? Ja, ja. Oh, 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 oh. Rein hier Licht. Tschüss. Oh, da ist ja noch einer. Upp. Weiter rennen. Ja, ich weiß. Aua. Aua, aua. Okay, mit 3 Treffern ist man Kappmeister. Als wenn man euch nicht vernünftig umgehen kann. Das ging schnell, ja. Schwerer sind die nicht, aber ich würde die halt eigentlich gerne nicht alle einzeln machen wollen jetzt. Bist du nur Bait? Wartest du da so lange, bis... Nee, ja doch, bist du wohl. Okay. Hallo? Okay. Ja, die sind auch nicht das Problem. Vor denen könnte man wegrennen. Die, die da hinten auf dem Weg neu kommen, die sind doof. Wenn man jedes Mal bis dahin rennen muss, das ist ja ultra weit. Die hier, die haben Peter auch getroffen, als der Drache noch gelebt hat. Ja, vielleicht muss man die hier auf jeden Fall machen. Der war ja lange betäubt. Ah, okay. Ach nee, geh weg! Ja, und jetzt kommen noch die Wolfsbestien. An denen vorbeirennen? Hm, ich weiß ja nicht. Gefühl trifft er mich mit seinen Blitzen. Grace suchen. Als wenn hier irgendwo eine Grace ist. Ja, scheint aber irgendwie. Oh, warte mal. Kommt hier gerade keiner? Nee. Nee, nee. Alles gut, ne? Ja. Runenböck könnten wir auch mal wieder benutzen.
Ja, hier hinten war Peter, aber dann zeige ich dir nach oben. Okay, dann müssen wir die People hier, oder? Ah, wir versuchen zu rennen. Zu schleichen. Oh shit. Okay, das war ein Schleichen. Ihr kommt nicht mit, oder? Nee. Okay, das ist doch schon mal gut. So, was ist denn hier so Sache? Du siehst krass aus. Ja. Da ist keiner. Achso, vielleicht braucht ihr Licht, weiß ich gerade nicht. Vorsicht vor Hinterhalt. Also links und rechts kommen wahrscheinlich noch. Achso, du bist einfach nur so einer. Das war jetzt richtig scheiße. Was? Von wo? Von wo? Der hat doch niemals Vision auf mich gehabt. Ja, geblitzt ist, aber sowas von. Never ever hatte der Vision. Also wahrscheinlich schon, aber. Das war rotzefrech. Ja, die Adler. Hm. Machen wir ich jetzt? Ja. Ihr seid keine Adler, ich weiß. Nice. Vielleicht der eine, den man leben gelassen hat? Ja, von hinten, ne? Das könnte sein. Ja, das war ärgerlich. Dass gerade der einen dann fertig macht. So ein bisschen wie bei Saving Private Ryan. So, den du leben lässt, der macht dich weg. Ich bin Reh. Du bist wieder da, hallo. Okay, wie lief's? Ja, der Weg ist nicht so der einfachste. Ich habe aber gerade nochmal kurz da hinten da in den Raum reingeguckt. Da ist gar nicht so ein krasser Gegner drin, sondern nur so ein Zauberdude. Ich bin trotzdem weggemacht worden, leider. Ach, belastend. Weil ich weggezaubert wurde. Und die sind ganz schön näher. Also die beiden hier muss man, den muss man auf jeden Fall machen. Also der hat mich jedes Mal getroffen. Bei dem Rest bin ich mir da nicht so sicher. Danach bin ich durchgelaufen, also auch an diesen Bestienmenschen vorbei. Ist natürlich ein bisschen risky, wenn man da über diese Balancier steigen muss. Ja. Hat aber geklappt. Hier kann man auch schleichen, bis da oben der Zauberduli kommt. Das heißt aber, ich muss den jetzt machen. Der? Ja. Der Chat meint, der hätte mich eventuell von hinten gekillt. Okay, haben wir den gemacht. Was machen wir jetzt mit dir? Das war zu früh. Nicht viel Kondition leider.
Keine Ausdauer. Schade. Da kannst du auch schon droppen. Bist du dann die Leiter runter? Nee, da rüber gesprungen. Weiß nicht, hattest du die hier vorher alle gemacht? Ja. Oh. Also nicht alle, weil ich bin oben rum und nicht so früh gedroppt. Oh! Aber die waren kein Problem. Der, der mich auch gekillt hat, ist da vorne rechts, der. Ist doch nicht der. Der wird gar nicht aktiviert. Ja, dann habe ich da ja alles falsch gemacht. Solange du durchkommst ohne Damage, hast du alles richtig gemacht. Also. Ich meine, du kannst natürlich auch nochmal probieren, den Zauberer nicht zu killen. In dem Raum steht halt an diesem Altar, den man sieht, das ist so ein Zauberer-Typ. Nur da stand irgendwie, ey, Achtung vor Hinterhalten, deswegen habe ich den bezaubert. Dann kommt ein Dicker da rausgelaufen, den habe ich fast weggemacht und dann bin ich weggezaubert worden. Und ich weiß nicht von wo. Und der Chat hatte die These, dass er das da war. Dann müssen wir den wegmachen. Nein, nein, nein. Mann! Ich tue mir auch schwer. Junge, Junge. Da ist jetzt nur noch der eine. Ha! Okay. Genau, also den mit denen habe ich mit Blitzen gemacht und dann kommt von rechts ein Digger angelaufen. Ja, warte, ich mach mal hier kurz Sharepoint. Und hier draußen habe ich dann gegen den gekämpft und bin mit diesen Blitzen von oben gekillt worden. Hm, okay. Und ich weiß nicht von wo. Ich hab den Typ nicht gesehen. Ja, ich connecte. Das war nicht der Zauberer. Okay. Okay. Er kam von hinten rechts. Also jetzt hier von rechts. Das ist der mit viel Leben, der da kommt. Ah, da ist noch einer. Okay, das ist der. Ach, der war das. Okay. Mies. Okay. Dann staggern wir dich. Ja, ja. Oh! Hat sich angepasst. Das ist keine. Ja, ich muss mal kurz ein bisschen warten. Okay, ich kann nicht warten. Also die Reichweite, die der mit seinen Attacken hat, die ist echt übel. Okay. Sonst ist hier nichts. Irgendwas hinter. Ja, da war ja eine Treppe hier links, oder? Ah. Hier so eine Grace würde ich ja fühlen, ne? Okay, ein Aufzug zumindest.
Okay. Vielleicht ist das der Aufzug, den wir uns angeguckt haben. Von oben? Mhm. Ne, ist ein anderer, oder? Ja, egal. Gnade. Wo sind wir denn hier? Okay, was ist denn jetzt hier für ein Weg schon wieder? Okay, ich meine, wir haben unten den Boss auf jeden Fall, ne? Ja. Klar. Weiß nicht, wie sind hier so wieder so viele gestorben? Okay, das ist noch erstaunlich krass. Okay, oh, da kommt was runtergerollt, oder? Irgendwas würde ich da aber fahren. Hä, sind das die Schienen? Oh, das sieht aus wie Schienen, das stimmt. Ja, okay, ja, dann erst Boss. Wie du magst. Wenn jetzt stehst du da gerade, wir haben nicht viel Runen, also. Ja, okay. Da oben steht einer. Ja, irgendwas kommt hier angefahren. Wohin könnte man ausweichen? Ich renn erst nach unten. Eigentlich nirgendwo hin. Na gut, aber. Okay. Da ist jetzt erstmal nichts gekommen. Ich denke, wenn du hochläufst, wird's. Interessant. Sieht kaputt aus, aber ich glaube, der war nicht kaputt. Ich kann ihn nicht anvisieren, zumindest offen. Was soll man? Oh, okay. Hä? Faszinierend. Okay, da ist einer, ja. Liegen hier alle. Okay, what the fuck. Da geht's wieder die Leiter runter. Oh, da unten ist aber gut was los. Hä? Da hinten ist das ein Aufzug? Ich bin komplett verwirrt. Da ist doch die Boss-Area links, oder? Ja, da ist der Ritter, ja. Ah ja, der Schmiede. Spiegel. Bin ich komplett verwirrt, das... Hä? Ja, der dürfte viel Leben haben, also den kannst... Also du kannst jetzt da lang oder da lang? Also hier kommst du halt zumindest wieder zurück. War der Boss optional? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das, was wir jetzt machen, optional. Wogegen kämpfen die hier alle? Oh, dagegen. Oh, da ist noch ein dicker Ball. Ja? Der hintere, oder? Meinst du der? Ja. Er kann ja einfach wegstaggern so. Mann, ey, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Okay, das ist eine interessante Kiste. Ich lese mal nicht die Nachricht, ich gönne einfach. Okay. Talisman des alten Fürsten. Oh mein Gott, und jetzt kommt die Nachricht, jemand ist nun Fürst. Und ich denke mir so, hä? Ja. Verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Ein legendärer Talisman mit dem Bild des uralten Königs, der im Zentrum des Sturms jenseits der Zeit residiert. Ja, okay, den kennen wir. Verlängert die Dauer von Zaubereien und Anrufungen. Angeblich Oh, sorry. Nee, alles gut.
Angeblich zerfällt die königliche Stadt Farum Azula schon seit den Tagen des Ersten Reiches. Auf dem Talisman hat er sogar 4 Köpfe. Oh. Vielleicht drückt er sich in Phase 2 noch 2 Köpfe raus oder so. Oh Gott. Ja, das finde ich ja faszinierend. Jetzt hier noch mal gucken. Hier könntest du von. Wegstaggern! Blitzgroßbolzen. Geil, Bolzen. Aufzug? Aber das ist immer noch der. Ah. Der jetzt von ganz unten kommt. Ui. Dann waren wir da in der mittleren Ebene. Ja, genau, wir waren in der mittleren Ebene. Was ist denn unten? Gott, dieses Gebiet ist ja insane kompliziert. Oder wie wir einfach an dem Vogel vorbeigefahren sind, der da gechillt hat. Na klar, das ist noch eine krasse Kiste. Oh, ah gut. Drachenritterhelm, Drachenritterrüstung, Drachenritterschuppen. Okay. Der Helm sieht jetzt nicht so nice aus, aber die Rüstung sah ganz geil aus. Drachenritterhelm. Ein Schwarzeisenhelm der Drachenritter, verziert mit den Überresten eines erlegten Drachen. Sowohl ein Zeichen stolzer Drachenjäger, als auch der Beweis für die Teilnahme an der Kommunion. Von Geburt an sprechen Drachenritter nicht ein Wort und suchen ihr Leben lang nach der Stärke der Drachen, ihrer Schönheit und ehrfurchtgebietenden Präsenz. Was hat denn der so für Stats? Ja, war so halb gut. So schlechter als das, was wir anhaben. Ja. Aber on fire. Ja. Da bin ich wohl gerade dran vorbeigelaufen. Ja, guck mal, wie ordentlich wir hier spielen. Nachdem wir 1000 Gegner geskippt haben. Okay. Das war alles? Ich würde sagen, ja. Also wir können jetzt theoretisch wieder auf der Hälfte aussteigen, aber ist ja Quatsch, wir sind schon ein Feuer weiter. Kurz anziehen zur Fashion, ja, aber ich vergesse immer, was wir anhatten. Das ist mir jetzt. Wir haben nicht ein Set an, wir haben 4 unterschiedliche Sachen an. Wie das aussieht, könnt ihr ja online nachgucken. Einfach googeln. So, wo waren wir denn jetzt? An der großen Brücke? Muss ja irgendwo da bei dem Tempel gewesen. Ja, ja, große stimmt. Brücke. Ich gehe mal hoch dann. Um da zu gucken. Bru, du hast 2 Rüstungen, ist so schwer, das zu merken. Ey, Bru, du hast Google, nicht so schwer, das zu googeln. Da kommt jetzt was. Ja. Oh, das ist so ein Rider. Und dahinter ist noch ein Boss. Wait, what? Ah, gucken wir uns den nochmal an. Oh. Jetzt kannst du die Träne nicht rufen. Ja doch, das passt noch. Bisschen-Kleriker. Oh lol! Oh. Ah! Was? Okay, das ist ja mal reingelegt, 5000. Bei einem Bossfight! Oh frech! Ja, okay, Christian. Du kannst jetzt 2 Bosse zur Auswahl. Ja, ist cool. Also ich will zumindest mal gucken, was er so drauf hat. Der ist wahrscheinlich so ähnlich wie, mein Gott. Hier, gegen den wir schon gekämpft haben. Der war ja sehr agil unterwegs.
Ja, ich finde, wir sind gut weit gekommen bei dem Boss. Aber auch sick, so einen Boss-Eingang direkt von so einem fetten Gegner bewahren zu lassen. Ja, das heißt genug. Ach komm. Ja, moin. Oh, da stehst du aber gefährlich nah am... Du hast jetzt wieder geswitcht, ach nee, hast du gar nicht. Er hat geprockt. Okay, der ist aber agil. Ja, Runsch. Ja, das waren 20.000. Hat der gerade mit Steinen an mir geschmissen? Ja, das wirkt schon gerade ein bisschen wie im Kindergarten. Du hast keinen Mana bei dir, ne? Das war ein bisschen lucky, wo ich gerade stand. Aber ja, okay. Mega geil! Nehme ich. So, du müsstest jetzt mal eine Sekunde stehen bleiben. Oh! Zack, Second Phase. Nur weil ich dir auf den Hintern gehauen hab. Ja, stimmt, so ein richtiger Slap am Arsch. Du wirst jetzt einfach gut, oder? Und sagst, hey, sorry. Oh, ist das eigentlich der Dude, mit dem wir die ganze Zeit gehandelt haben? Ich glaub schon. Was passiert denn jetzt? Jetzt zieht er so eine riesen Klinge da raus, oder was? Geil. Alter, ist das der Wolf? Der sieht aus wie der Wolf auf dem Bild. Mein Gott, sieht der geil aus. Holy fuck. Okay, der könnte uns Probleme bereiten, Christian. Looks nice. Okay, der Angriff ist cool. Der ist auch cool. Der ist auch cool. Ja, war nur Probe. Ich bin frech, dass die Scharlachkeule jetzt weg ist. Da habe ich mir auch was gedacht. Okay, der macht halt. Oh, der macht gut Damage. Ich glaube, das ist Malike. Tja, wen machst du jetzt? Big Dragon Lord? Wieso sind wir nicht voll? Was ist das denn? What? Verflucht? Ah, das ist nicht Gerank. Okay, stimmt, ist ja Malekith. Okay, alles gefixt. Hm. Boah, auf den habe ich schon irgendwie Bock. Der sah cool aus. Der sah echt cool aus. Also Phase 1 ist, ne, ich glaube nicht der wirkliche Bossfight. Ja, das würde ich wohl auch sagen. Jetzt schießt der, oder? Ah, er hatte Luck. Einmal muss man auch Luck haben im Leben. Zweimal. Dieses kleine Brückchen da? Ich kein Fan von. Ah, schade. Oh! Ja, jetzt ist eigentlich schon falsch. Oh! Okay.
Achso, da darf man ja auch nicht stehen bleiben. Okay. Und der macht einem. Oh, der macht einem Damage over time. Auch eine gefährliche Geschichte. Oh, ich bin Damage over time. Zieh dir mal rein, wie. War das vielleicht ein bisschen weit weg? Nee. Mimik ist jetzt down. Noch nicht! Heil dich, Mimik! Okay, nice. Mega nice. Okay. You can really dance. Ja, okay. Was ist das? Was ist denn jetzt da hinten? Ich predikte einfach, dass er auf mich zukommt in der Zeit. Oh nein. Du könntest ein bisschen ein Waiting Game spielen. Okay. Das ist schlecht, der Motherfucker. Ja, mach mal Second Try, mein First Try, gar kein Thema, Leute. Deswegen rennen wir auch an den Gegnern vorbei, weil das Spiel halt einfach so einfach ist, weißt du? Das war ein Echo der schwarzen Klinge. Nice. Er hat richtig Seelen gegeben. Ja, das war kein Cheese. Eine ganz normale Funktion des Spiels benutzt. Wieso ist denn das ein Cheese? Selbst wenn das ein Cheese ist, ist ein Cheese auch eine ganz normale Taktik. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass das ein Cheese ist. Ein Cheese ist den irgendwo runterfallen lassen oder so. Wir haben den Fair and Square im Kampf besiegt. Chat, ihr müsst einfach mal gut werden, ne? Danke, danke schön, danke. Dann jeder Zauberer auch ein Cheeser? Ja, ich glaube auch. Between us shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Oh, oh. Ja, moin! Jetzt ist er wirklich on fire. Farewell it is then. What? You'll be Elden Lord yet. Ihr habt Waffen benutzt. Jeez. Ihr habt ihn nicht mit der Faust gekillt. Jeez. Was? Okay. Wer ein Eingabegerät benutzt, spielt nicht richtig. Ich hätte noch eine Tanzmatte. Scarlet Rod ist schon Easy Mode. Nee, der Easy Mode ist, wenn du echte Spieler holst. Die Bilder in diesem Spiel sind so unfassbar gut. Auf jeden, Alter. Nein, der Aschener Hauptstadt. Oh. Oh. Oh? Den Drachen, da kennen wir. Da sind wir mal hochgekraxelt. Ja. Der Stufenaufstieg ist schon richtig, oder? Ja. Sehr smart von dir. 220.000, ja, immerhin. So? Ja, ja, klar. Manchmal geht uns ein bisschen die Kondition leider flöten. Was haben wir denn da gerade bekommen eigentlich? Echo. Ein Echo haben wir gekriegt. Echo der schwarzen Klinge. Wir können uns sofort mal angucken, was wir dafür bekommen. Und ich glaube, dann würde ich auch so langsam Feierabend machen. Einen in den Erdenbaum gehauen.
Maliketh war eine schattengebundene Bestie, die ihr im Himmlischen geschenkt wurde. Marika benutzt sie allerdings nur als Gefäß, um den Schicksalstod zu versiegeln, doch am Ende verriet sie ihn. Maliketh, die ihrem Himmlischen, welchem? Achso, Marika. Da heißt, das war der Hund von Marika, oder wie? Das ist kompliziert, sagt der Facebook-Status. Ich habe keine Ahnung. Oh, neue Objekte sind nun bei der Zwillingsjungfernhülle erhältlich. Warum das denn? Sieht's noch krasser aus hier, ja, gerade? Ja, auf jeden Fall. Das Bild ist das. Da ist mehr Farbe raus. I see. Okay, du bist weiterhin einfach so, jo, alles easy, let's go. Könntest du auch eine Klangperle abgeben gleich. Ja. Und die Finger, die sind sehr verbrannt. Die sind auch immer noch stramm am Stehen. Oh! Auch deswegen. Maliketh Helm. Maliketh, Königin Marikas treuer Halbbruder, besaß eine vom Schicksalstod erfüllte Klinge und wurde von allen Halbgöttern gefürchtet. Aber die Helden wussten, was auf dem Spiel stand. Genau das machte sie ja zu Helden. Aber Maliketh ist Marikas Halbbruder, wurde aber dem Himmlischen geschenkt. Okay. Die Rüstung könnte cool aussehen. Mhm. 12,8 geht, oder? Ich investiere hier mal. Dammit. Und Chat, die ziehe ich sogar an. Schick. Können Sie den Helm noch holen für 4200? Jetzt auf einmal, ja, nur um zu triggern. Nee, weil das cool aussieht. Ja, die andere können wir sofort auch nochmal anziehen. Jetzt weiß ich ja, was wir anhaben. Ja, warte, so. Wir sind nämlich noch bei mittlerer Last. Oh. Nee, der Helm ist schwierig. Der hat so was Rabenmäßiges. Ja, weiß ich nicht. Ach, Mann. Oh, nee, das der Helm ist ja richtig nice. Ach, du heilige Ich habe heute noch gelesen, diese Sichtungen von Nessie und so, wo man so ein kleines, weißt du, was wir auf dem Helm haben, sieht, was aus dem Wasser rausguckt, sind Walpenisse. Daran erinnert mich das gerade. Das geht gar nicht klar, Alter. Chat, das wolltet ihr, dass wir das anziehen, ne? Was soll die Scheiße? Also die Rüstung finde ich nicht schlecht, aber der Helm, der ist... Boah, nee. Uiuiuiuiuiui. Das ist der 10. Zwerg. Sehr gut. Alle Kräfte, nee, nicht verkehrt. Aber mit einem anderen Helm vielleicht. Ja, das Rot, ja, weiß ich nicht. Ja. Was haben wir denn noch? Ah, der. Hm. Ah, Christian ist nicht begeistert. Alter, nimm mal den Opa an die Maske. Den benutze ich tatsächlich in meinem Playthrough. Okay. Hast du der Rüstung erstaunlicherweise ganz gut. Was mich nur stört, ist, dass die Waffe jedes die Mal genau das Schwert da durchgeht. Das macht mir Augenschmerzen. Das stört mich, ja. Außerdem haben wir damit große Last. Zieh mal die. Entweder die Death Maske, also die. Okay, das sieht tatsächlich erstaunlich cool aus, muss ich sagen. Oder die andere. Von dem. Unten drunter. Ah, die. Die hier. Ich finde, das sieht halt aus. Ich finde, das sieht irgendwie hässlich aus. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Wolfshelm? Ja, Moment. Chat wünscht sich kurz Wolfshelm. Ne, warte mal, wo ist denn der? Müssen wir den... Achso, da. Das hat auch was, muss ich sagen. Ja, das finde ich nicht schlecht. Das ist Fashion Souls at its finest. Was kriegen wir denn hier? Entweder Malikes schwarze Klinge ist mit Glaube, aber wir brauchen noch 34 Stärke, das ist belastend.
Ein trauriger Schatten ihrer einstigen Pracht. Nachdem ein Fragment des Todes in jener schicksalsträchtigen Nacht gestohlen wurde, band Malekith die Klinge an sein eigenes Fleisch, damit nie wieder jemand den Tod bestehen würde. Okay, oder die schwarze Klinge. Das ist ein Glaubenszauber. Ach, das ist Glaube 46. Den könnten wir machen. Wirbelhieb mit schwarzer Klinge stößt eine Lichtwelle aus. Wow. Gönn. Diese Klinge war einst vom Schicksalstod erfüllt. Sie verursacht nicht nur Schaden, sondern reduziert auch die maximalen LP der Gegner und verschlingt für sehr kurze Zeit ihre aktuellen LP. What? Okay. Das klingt ja fast nach einem PvP-Zauber. Das klingt auf jeden Fall krass. Den gönnen wir auf jeden Fall. Den rüsten wir direkt aus, damit ich das nicht vergesse. Kannst du gegen die Blitzsachen tun. Ich habe mir auch schon überlegt, weißt du, die ganzen Anrufen, die wir nicht benutzen, ob es nicht sinnvoll wäre, die rauszumachen. Gerade wenn man die Mimik oder so ruft, weil der nutzt ja das gesamte Portfolio von dem, was man mitnimmt. Warte mal, was ist passiert? Oh oh. Wir haben irgendwas verloren durch ein Item. Guck dir das mal an, wir können das Scharlach nicht mehr machen. Haben wir Glaube durch den Helm verloren? Nee, Arkan haben wir durch den Helm verloren. Wir brauchen 15 Arkan. Ja, das ist schade, weil der Scharlach-Ding ist schon nicht schlecht. Nee, das brauchen wir, das brauchen wir. Das heißt, ich bin dafür, wir leveln vielleicht die nächsten 2 Punkte in Arkan. Ja, das könnte man auch machen. Was meinst du, wie viel Level wir bekommen? Nee, wir haben gar nichts gerade, ne? Nee, 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 nee. Wir haben 3000, nee. Da müssen also wir jetzt leider den anderen Helm nochmal gönnen. Aber ist ja ein Ziel, worauf man hinarbeiten kann. Ich meine, so kacke sieht es jetzt von hinten auch nicht aus. Nee. Ja, was sagt denn der jetzt hier? Ja, ich bin auch gespannt. Klangperle müssen wir noch abgeben. Hä? Okay. Er ist einfach gegangen, der Motherfucker. I'm out, bitches. Oder gegangen worden. Also ich meine, da sieht es auch nicht mehr so wohnlich aus. Ja, das stimmt. Was ist denn jetzt die Klangperlenfrau weg? Ja, nee, die bleibt bis zum Ende. Dunkelschürfer war das oben. Ja, Dunkelschmiedestelle 9, Alter. Krass. Ja, von dem haben wir nichts mehr gesehen, ne? Nee, der sollte ja auch irgendwo warten außerhalb von Lyndell. Aber ich glaube, Lyndell hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob das was mit ihm, ob er jetzt noch machbar ist oder nicht. Keine Ahnung. Okay. Ah, noch lebt er. Ja, das wäre auch bitter, das ist die letzte Möglichkeit, Sachen blacksmith. Oh no. Was? Er kann sich nicht mehr erinnern. Let's get smithing. Er konnte sich nicht mehr an uns erinnern. Could you tell me what happened? Why is the round table burning? In ruins. Why does that girl weep for me? Oh. Have I forgotten something of dire importance? Passend. Hast du das immer, wenn das in diesen Souls-Teilen so ist, dann die Leute anfangen zu vergessen? I see. You're here. It wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. I knew he'd burn himself out. Old Hugh. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe it's better that we don't. It's only proper that we respect his choice to stay. I'll remain with Hugh. He made me who I am today. I'd like to return the kindness in whatever small way I can. Please become Elden Lord. Hugh was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika, who cursed us all. Das gibt mir aber einen Motivationsschub, muss ich sagen. Also gefühlt haben wir aber noch nicht alle Bosse gemacht. Und kann man den Drachen jetzt noch machen?
Stimmt. Ja, das andere würde mich sehr wundern. Aber den würde ich nicht mehr heute machen. Ja. Aber den können wir gerne nächsten Stream machen. Und den wegklatschen. Ja, dann können wir gucken, ob wir den Drachen machen. Vulcan weiß ich nicht, Chat. Können wir mal gucken. Warum nicht? Ja. Okay. Lieber Chat, das war mal wieder. Heute haben wir mal wieder Progress hier geballert, muss ich sagen. Mhm. Not bad. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, lieber Chat. Hat Laune gemacht. Stimmt, den Zauber. Ah. Ja, den werden wir ja nächstes Mal auch noch dabei haben. Den nutzen wir nächstes Mal. Noch ist Honey wach, aber die schläft sofort ein und ab morgen sehen wir uns vier Tage nicht mehr. Als ich eben drüben war, war schon Sex in the City, lief alles dunkel und jemand war am Schlafen. Oh, vielen lieben Dank, Dexter Mann, noch für die ganzen Subs. Und vielen lieben Dank an alle anderen, die im Laufe des Streams hier noch gesubbt haben und uns unterstützt haben. Vielen lieben Dank. Und wir werden jetzt Nils raiden von den Rocket Beans, der auch gerade Elden Ring zockt. Ja, schöne Grüße. Ja, genau. Bitte schöne Grüße von uns bestellen und euch jetzt noch eine gute Nacht und schöne Ostertage natürlich oder schöne Feiertage, je nachdem. Ja. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.